Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, hier beim Schalker Dreisel. Ich begrüße wie immer in der linken Ecke Francesco alias der Schalker. Und in der rechten Ecke Andreas aka Schalker Botschaft Hank Luce. Mahlzeit. Genau. So, ich muss mich nochmal entschuldigen dafür, dass ich letzte Mal nicht dabei gewesen bin. Ich habe leider flach gelegen den ganzen Tag. Ich war halt so richtig. Ja, genau. Dazu sage ich nichts. Nein, ich war auf jeden Fall krank und das wirklich. Ja, genau. So. Muskeltiere. Ah. Ja. Ach, ich hab aber. Hat doch jeder gesehen. Naja, egal. Ey, nicht nur die eine Woche, ich war jetzt danach ja auch noch anderthalb Wochen jetzt krank. Also ich habe jetzt seit zweieinhalb Wochen nichts gemacht. Ich muss wieder was machen. Ah, man hört nur Kesti. Ah, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ah, was ich mache? Entschuldigt doch mal. Ich begrüße noch einmal. Hallo, Tag, Francesco. Moin, schön, dass du wieder am Start bist. Buonasera an den Chatbot, an Kesti und an Andreas. Hört man uns jetzt? Ja, jetzt hört man euch. Ich kann es sehen. Und ach so, du kannst sehen. Ja, auch von mir nochmal guten Tag an den Chat. Genau. Sorry dafür. Das verzeihen ja. Sie dir schon alle. Das verzeihen mein aber Fehler. Hört man uns jetzt auf jeden Fall? Ich hoffe, ihr beide verzeiht mir. Ach, ja. Nee, da reden wir nicht drüber. Ja. Ah, geht doch, sagt der Paski. Ah, geht doch. Sehr gut. Okay. Kesti ist wieder am Start. Unser Mann ist wieder da. Unser Matriciani. Tisch ist aufgeräumt, wunderbar. Der Vergleich ist echt ein bisschen gemein, ne? Also, ach, eigentlich schon. Gegenüber mir, ist klar. Pass mal, ey, die Ähnlichkeit ist da. Ja, jedes Mal, wenn ich jetzt Schalke sehe und dann den Matriciani sehe, dann denke ich immer an dich. Er ist auch ein Guter, der wird seinen Weg machen auf jeden Fall. Mit dem Aussehen kann nichts schief gehen. Ne? Okay. So sieht's aus. So, genau. Okay. Ja. Kesti, erzähl mal ein bisschen, wie ist das ohne Brille? Gut. Ich kann jetzt ohne Brille sehen. Das ist im Kern der Unterschied. Siehst du eigentlich besser ohne Brille als mit Brille? Das würde ich gerne mal wissen. Jetzt ja. Ich sehe jetzt besser mit ohne. Ohne Brille, ne? Siehst du besser, ne? Ja, genau. Genau. Ah, gut. Genau. Das ist top. Ja. Weil ich wollte hier mal wissen, weil wenn man die Brille hat, da siehst du ja auch klarer. Aha. Und jetzt siehst du komplett alles, ne? Ich sehe jetzt alles, ob nah, ob fern. Ja. Weil ein bisschen anders ist jetzt gerade noch in der Nähe. Also lesen fällt mir jetzt gerade noch ein bisschen schwerer, weil die Augen, das ist irgendwie was anderes jetzt gerade für die Augen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, genau, Ausrede, sagt er. Müsstest du dann eine Brille tragen für Lesen dann? Nein, ne? Nein. Ich sage ja, ich sehe es gut, aber es strengt die Augen gerade ein bisschen an. Keine Ahnung. Ah, okay. Wird sich wahrscheinlich auch erledigen, genau. Aber, ja. Ihr sagt, Just Flow sagt, Kesti hat nun den Durchblick 3000. Hab schon gedacht, die kommt heute nicht, sagt Wolfgang. Ja, ach, ich wollte noch sagen, ich habe das Trikot abgeschickt, ne, an AS, ne?
Ach ja, der hat heute auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich habe aber noch nicht reingehört. Das kann sein, dass ich er sich heute bei mir bedankt hat. Mit extra eine Versicherung, weil die haben mich gesagt, wollen Sie mit einer Versicherung, das auf jeden Fall, sicher habe ich gesagt, auf jeden Fall will ich haben, habe ich auch hier den Zettel. Und auf jeden Fall schöne Grüße an ISS und ich hoffe, du machst mal ein Foto, damit wir sehen, dass es wenigstens angekommen ist. Mhm. Was ist mit den Handschuhen? Ist das auch angekommen bei den, wie heißt der nochmal? Bad Duisburg. Die sind angekommen, ja. Mhm. Die sind angekommen, hat er mir gesagt, ja. Ah, gut. Jo. Genau. Da ist alles tutti. Ja, Leute, lass uns mal direkt mit dem Thema des Tages anfangen. Und zwar macht Rufen Schröder in Sittich zu Borussia Mönchengladbach. Und ich habe mich sehr gefreut auf die Diskussion, weil ich habe heute nämlich schon das Video von Francesco gesehen. Und also ich bin eigentlich mal komplett anderer Meinung. Aber fang mal an, Francesco. Erzähl mal. Ja, das geht ja um Rufen Schröder, da wo ich das Interview gehört habe erstmal von anderen, ey, hast du das Interview gesehen von Rufen Schröder? Mhm. Er hat sich nicht bekannt gegeben, sagte er. Und da habe ich mir gedacht, bekannt gegeben? Was meinen die jetzt? Da habe ich mir das angeschaut. Er hat kein Bekenntnis abgegeben, meinst du? Bekenntnis abgegeben, dann habe ich mir Schalke. Das angeschaut mit dem ja. Dir große Schal. Ach, ihr wisst, Schalmann oder wie? Ihr wisst aber alle Bescheid, ne? Wenn ich meinen Dirk große Schal. Okay. Schlammer, ja. Ja, das ist bei mir wieder so ein Sprachding. Und ich bin ein bisschen überrascht, wie das rüberkam von den Leuten, von den Fans. Die hat sich nicht bekannt gegeben. Für mich, ich sag mal so, ich muss nicht einen haben, der sagt, ich bleibe zu 100% für immer auf Schalke, weil wir kennen das, kommt ein Angebot, sind sie alle weg. Aber er hat nicht gesagt, er haut ab. Er hat gesagt, für mich klipp und klar, ich konzentriere mich gerade auf Schalke. Wir haben hier gerade was Großes vor. Wir haben gerade auch investiert. Und das ist ein Bekanntgeben, dass er bei Schalke bleibt. Und das heißt nicht, dass er geht. So, er hat auch nie gesagt, ich gehe jetzt nach Gladbach oder ich habe mich mit denen unterhalten. Hat er auch niemals gesagt. Und was der Schröder auch gesagt hat, was der Eberl auch gesagt hat, dass die Medien immer wieder rein interpretiert, ist klar, ist deren Job. Und machen die hier alle bekloppt. Was sagte der Schröder? Bei mir blieb das Telefon ja nicht still. Das hat gegangen. Der ist gar nicht mehr drangegangen, weil er wusste, was da für Fragen auf ihn zukommen. So, und für mich ist das eine Bekanntgabe, wo der gesagt hat, ich konzentriere mich 100% auf Schalke. Ich fühle mich hier wohl. Was willst du noch hören, dass er noch sagt, ich bleibe zu 1000% bei Schalke? Das haben wir so oft gehört, wir bleiben 1000% bei Schalke und dann hauen sie alle ab. Für mich, er hat es gesagt, ich bin hier voll zufrieden, ich fühle mich pudelwohl hier und für mich ist das wie, er bleibt auf Schalke. Und deswegen verstehe ich nicht die Diskussion, ja, der hat sich nicht bekannt gegeben für Schalke, dass er bleibt zu 100%. Wenn er das gibt und dann nach ein, zwei Jahren abhaut, meckern sie alle wieder. Für mich ist das, er hat gesagt, er fühlt sich wohl, er hat gerade hier was vor und fertig. Mehr braucht man da nicht zu rein interpretieren, was der versucht hat, immer zu sticheln. Der große Stahl, der wollte aus dem irgendwas herauskitzeln, aber warum soll er irgendwas sagen? Er hat nur das gesagt, was er ehrlich gesagt hat. Ich fand das super, wie der Schröder geantwortet. Ich fand das super, ehrlich. Mich regen nur die Medien wieder auf, weil die dann wieder große Theater machen und dann kommen die anderen Fans und sticheln auch mit rein. Ja, guck mal, der hat sich nicht bekannt gegeben, nicht bekannt gegeben, nicht bekannt gegeben. Was soll er denn da noch machen? Ich bin der Meinung, er hat richtig gut drauf reagiert, drauf gut geantwortet. Er ist auch sachlich ruhig geblieben. Es gibt viele Sportdirektoren, die hätten auch ein bisschen Interview ab. Hier, ich habe keinen Bock mehr, tschüss, haut rein und weg. Aber er war noch sachlich, total ruhig, noch mit einem Lächeln immer dabei. Ey, dass er rhetorisch echt gut drauf ist, ne? Dass er echt was auf dem Kasten hat und sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Absolut, ja. Also der lässt sich ja gar nichts anmerken. Aber ich weiß nicht, ich finde das sehr, sehr naiv tatsächlich. Und du bist ja nicht der Einzige. Ich glaube, Schalke ist da jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bei 50-50%. Der einen denken so, die anderen so. Aber ganz ehrlich, wie oft habe ich sowas schon gehört nach dem Motto, ja, mein erster Ansprechpartner ist Schalke 04. Oder ich konzentriere mich jetzt auf Schalke 04. Ich konzentriere mich jetzt gerade auf das, was ist so.
wie oft habe ich das schon gehört und später sind dann die wirklich gegangen, die Leute. Also das war einfach, also für mich war das extrem viel Blabla. Also für mich steht fest, dass er sich die Tür offen hält für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Unabhängig davon, ob es nachher passiert oder nicht. Aber er hält sich gerade die Tür offen. Und ich muss sagen, ich war echt enttäuscht darüber. Muss ich dir wirklich sagen. Ich war wirklich enttäuscht, dass er nicht klipp und klar gesagt hat, nein, ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Er muss ja gar nicht sagen, ich bleibe die nächsten 5, 10 Jahre auf Schalke. Muss er ja gar nicht sagen. Aber er hätte ja sagen können, ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach jetzt im Sommer kommt für mich nicht in Frage, weil ich möchte mit Schalke weiterhin erfolgreich sein. Ich habe hier was angefangen und das möchte ich auch zu Ende bringen. Ja? Und das hat er eben nicht gemacht. Und deswegen muss ich sagen, ich bin wirklich, das heißt wirklich enttäuscht. Also ich bin ein Stück weit enttäuscht von ihm. Ja? Ich denke mir natürlich auch, ganz ehrlich, wenn er solche Aussagen schon von sich lässt, dann habe ich schon fast wieder keinen Bock mehr überhaupt mit... Also wenn er da wirklich nur so am Pokern ist, dann auch noch mit ihm nachher weiterzumachen, so, weil ich denke, hey, einerseits, keine Ahnung, haust du den Mike Büskens da an der Seitenlinie, haust du den um, wirfst dich auf den Asamoah drauf und andererseits, ja, unterhältst du dich dann wieder mit anderen Vereinen und denkst, ich möchte lieber noch woanders hin, wo ich jetzt mehr Geld kriege oder keine Ahnung, mehr Kompetenzen bekomme oder was weiß ich nicht. So, keine Ahnung, so, da bin ich schon enttäuscht, muss ich sagen. Das ist meine Meinung dazu. Also für mich steht fest, er hat sich die Tür offen gehalten. Er hat doch nicht gesagt, er geht. Ja, aber er hat, ja, als wenn er sich da jetzt auch hinstellen würde und sagen würde, ja, ich gehe. Aber so. André, fragen wir mal den Andreas jetzt. Und da können wir ja diskutieren. Ja. Ja, da kann man alles Mögliche reinlesen. Was hätte er antworten sollen? Er kann Antwort A nicht geben. Er kann nicht sagen, jo, ist Interesse, dann ist er unten durch und alles Mögliche, da wäre wieder ein Riesenbohai auf Schalke. Und wenn er sagt, nein, ich bleibe auf jeden Fall, dann ist die nächste Frage, wie lange? Und wie lange? Und da kann er nicht, weil er wird mit Sicherheit irgendeine Notbremse irgendwo drin haben, dass was, wenn die nicht aufsteigen. Leider ist es so. Ich würde ihn lieber als Menschen sehen, der sagt, ich hätte mich da hingestellt, aber ist auch egal. Ja, ich hätte mich da hingestellt und sagen, solange ich hier nicht ausgeschmissen werde, kriegt mich ja keiner weg. Das kann er nicht machen, denn so denkt er nicht. Er ist ja kein geborener Schalker. Ne? Das sind ja nur ganz spezielle Menschen. Hm. Und deswegen, was hätte er antworten sollen? Es ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also er weiß ich nicht. Wenn er jetzt gesagt hätte, also bis zum Sommer kommt nichts anderes in Frage. Ja gut, dann ist die nächste Frage, was ist nach dem Sommer? Also egal, so, was er antwortet, er reitet sich in die Kacke. Ja, aber der kann doch einfach sagen, nein, ich wechsle nicht zu Borussia Mönchengladbach. Keine Ahnung, dann kann er doch in 2, 3 Jahren kann er immer noch den Verein wechseln, wenn er dann sagt, okay, passt auch nicht. Aber wenn doch eigentlich ein Typ, so wie er jetzt gerade einen gewissen Erfolg hat auf Schalke und ja, sich da ein Team zusammengebaut oder zusammengestellt hat und es funktioniert und er da voll drin aufgeht in der Aufgabe, warum kann man dann nicht sagen, nee, also ich werde nicht der Nachfolger von Eberl, wo ist das Problem? Check ich nicht. Ist doch kein Bekenntnis jetzt zu sagen, ich werde jetzt hier die nächste Schalker Manager-Legende und bleib die nächsten 10 Jahre und das ist doch Quatsch. Erwartet ja auch keiner. Wie lange hat er eigentlich Vertrag? Weiß das denn noch? Nee. Das weiß ich jetzt nicht. Wollte ich jetzt mal wissen. Könnt ihr mal schauen, wie lange der Vertrag hat? Weil das wäre mir auch jetzt wichtig, wie lange der Vertrag hat. Weil das habe ich jetzt. Siehst du, das habe ich nicht nachgeschaut. Wie lange der Vertrag hat. Es würde mich aber sehr überraschen, wenn der gehen würde. Denn was er da jetzt gerade macht, ist ja sehr erfolgsversprechend. Und warum sollte er sich jetzt mitten in diesem ganzen Gewusel da jetzt noch mit einem anderen Verein befassen? Das verstehe ich nicht. Also das würde ich nicht verstehen. Mhm. Denn Gladbach ist in der Liga und wir sind oben. Ich sag mal so,
wenn es um Geld geht und jemand bietet dir das Doppelte, dann wird das, glaube ich, sich jeder überlegen, oder? Hier, pass auf. Die Vertragslaufzeit von Sportdirektor Rufen Schröder wurde von Schalke nie veröffentlicht. Aha. Okay, nie veröffentlicht. Da kann der Schröder selbst entscheiden. Vielleicht arbeitet er schon für Gladbach und wir wissen es nicht. Nein, nein. Jetzt eine Ach, Frage an euch. Wie schätzt ihr jetzt. Rufen Schröder, so wie ihr ihn jetzt zur Zeit erlebt habt, auf Schalke? So die Einschätzung. Ich habe, mein Gefühl sagt, so wie ich den jetzt eingeschickt habe, wie der da eine Außenlinie mit Asamoah und Büskens da immer abgefeiert mit Gramozis, bin ich 100% sicher, der wird den Verein nicht wechseln. Weil er lebt gerade im Verein, er kennt das Ruhrgebiet, er lebt diesen Verein und Schalke ist nicht einfach so ein Verein. Sorry, nichts an gegen Gladbach, aber Gladbach kommt nicht an Schalke dran. Weil, wie wir Schalke leben, Fans, alle da, das sagt jeder, der mal bei Schalke war. Schalke ist was Besonderes. Warum soll ein Mensch, der so glücklich, so sich pudelwohl fühlt, jetzt auf einmal nach Gladbach gehen, wo da jetzt für mich ein Chaos ist, die jetzt wirklich da auf, ich weiß nicht, auf welchem Platz, da ist ja Rummer und Trubel, die reden da immer bei den Trainern dann. Warum soll er jetzt dahin gehen, wenn er gerade bei Schalke was am Anfang, das ist ja der Anfang bei Schalke, was aufbaut? Warum soll er dann auf einmal? Ich kann mir niemals, niemals vorstellen, dass er so einen Charakter hat und sagt, nö, ich gehe jetzt nach Gladbach, weil da eine Stelle wird. Ich kann mich auch täuschen, es gibt ja heutzutage, aber den Schröder könnte ich mir niemals vorstellen, dass er jetzt auf einmal nächstes Jahr darüber geht, wenn wir nicht aufsteigen sollten. Kann ich mir nicht vorstellen. So ein Typ ist er nicht. Also ich hätte ihn auch falsch eingeschätzt, wenn er das machen sollte. Es würde aber passen in das moderne Bild des Fußballs. Es ist scheißegal, wo ich gerade bin. Es ist ganz egal, was ich erreichen kann, ob ich da ein nationaler oder ein lokaler Held werde. Wenn der oder der mir 1,5 Millionen oder 1 Million oder was weiß ich was mehr gibt, gehe ich dahin. Das sagt natürlich dann viel über den Charakter aus. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß dann aber auch nicht, warum, oder vielleicht hat er gesagt, egal was ich jetzt sage, ich trete in irgendein Fettnäpfchen, ich halte es einfach vage, ja, in dem Interview. Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was er bei Schalke jetzt verdient, was Gladbach ihm bieten würde. Vielleicht hat Gladbach auch gar nicht mit ihm gesprochen. Ja, nur weil jetzt Eberl weg ist, heißt das so lange nicht, dass Gladbach sofort erstmal, ja, hallo Rowen, kommst du rüber? Wer sagt das denn? Ja, also, keine Ahnung. Ich wär sehr enttäuscht, wenn es passieren würde, denn dann hätte ich mich echt in ihm getäuscht, als wie ich ihn sehe. Aber und wenn jetzt einer sagt, ja, aber wenn dann einer mehr Geld, dann ist es ja verständlich. Ja, eben nicht. Und genau da ist nämlich das Problem in unserer gesamten Gesellschaft heutzutage. Ja, Geld ist nicht alles. Aber wer weiß, also keine Ahnung. Also für mich sieht das gerade nach 50-50 sogar aus. Also entweder er bleibt auf Schalke oder er geht zu Gladbach. Weil ganz ehrlich, die Aussage ja von dem Dirk Große Schlamann war ja, es gibt, ne, ob das jetzt stimmt, wie auch immer, keine Ahnung. Aber es gibt ja angeblich Insider bei Borussia Mönchengladbach, die schon sagen, dass er so gut wie im Sommer bei Borussia Mönchengladbach anfängt. Hat er ja in dem Interview auch gesagt. So, das einmal als Indiz. Dann, Rufen Schröder sagt, gibt kein Bekenntnis eben zu Schalke 04 ab. Das ist für mich, das habe ich schon so oft im Profifußball gesehen. Das habe ich schon so oft gesehen. Und dann, wie gesagt, gibt es erstmal eine lange Strecke, in der erstmal gar nichts gesagt wird. Und dann irgendwann kommt es dann doch herum und dann heißt es ja, haben wir ja sowieso schon alle gewusst. So, war ja eh klar. Also ich weiß ich nicht. Hier hat einer gerade geschrieben und ich fand das klasse, was er da geschrieben Ja. hat. Ich suche das jetzt nur gerade. Ihr redet mal weiter, ich suche das nur kurz. Also wenn wir nicht aufsteigen, kann ich mir vorstellen, dass er wechselt. Guck mal, Ob ich mal. der kriegt bei Gladbach, kriegt der safe mehr Kohle, ganz sicher mehr Kohle. Also Gladbach, wie gesagt, spielt im Moment in der ersten Liga, die haben in den letzten Jahren deutlich besser gewirtschaftet als wir.
Da kannst du von ausgehen. Außerdem bekommt er auch mehr Kompetenzen. Eberl hatte ja, hat zwar auch im Team gearbeitet, aber Eberl war, war nochmal ganz anders vom Standing her. Aber hier, hier erstmal wollen wir aber abwarten, ob Gladbach noch in der ersten Liga spielt am Ende der Saison. Ne? Ja, also, ja, aber das werden die. Das werden die, das glaube ich schon. Ja, ich glaube auch. Ja, ich habe es gefunden. Ja, und warte kurz. Auf Schalke, auf Schalke jedenfalls hat er einen Peter Knebel noch über sich. Der hat noch einen Bernd Schröder über sich. Der hat noch, wie gesagt, bei Gladbach wird er auch den einen oder anderen da haben. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er sich da, keine Ahnung, dass er die größere Rolle einnimmt. Ja. Der Domni Darko hat was richtig Gutes gesagt. Interessant ist häufig nicht das, was gesagt wurde, sondern das, was nicht gesagt wurde. Das ist ja immer das, was alle interessiert. Warum hat er sich nicht dazu bekannt gegeben? Weil er das nicht gesagt hat. Aber ich verstehe nicht. Habt ihr nicht verstanden, was er da erzählt hat? Der hat doch gesagt, er fühlt sich pudelwohl auf Schalke. Ja, so. Und ich kann mich auch. Er ist doch jetzt erst dazugekommen. Er fühlt sich pudelwohl auf Schalke. Er konzentriert sich voll auf Schalke. Warum soll er das erzählen, was die Reporter und was alle immer hören wollen? Ich wäre auch wieder Schritte. Nee, sag ich jetzt nicht, nur weil ihr das alle hören wollt. Ich muss doch nicht immer das sagen, was die Medien immer hier erfordern. Wenn die Medien sagen, ey, jetzt gib doch bekannt, sag doch, dass du bei Schalke zu 1000% bleibst. Warum muss ich das sagen, was du gerne hören möchtest? Ich sage das, was ich gerade meine. So, wenn ihr meint, da was rein zu interpretieren, oh, er bekennt sich nicht zu Schalke, oh, kann sein, dass er wechselt, dann ist doch dann eure Schuld. Dann ist ihr, die Medien, die wieder daraus wieder eine Weltgeschichte machen. Oh, er hat sich nicht bekannt gegeben. Für mich, was er da gesagt hat im Interview, fand ich klasse. Er hat nichts Schlimmes gesagt. Er hat gesagt, er fühlt sich wohl, er hat einen Vertrag auf Schalke. So fühlt sich Pude wohl. Mehr brauche ich nicht. Er braucht nicht sagen, ich bin zu 100%, ich bleibe zu 100%. Weil wie oft, wie die Kisti gerade gesagt hat, wie oft haben das Spieler oder Trainer gesagt, Manager, ich bin hier, ich bleibe auf jeden Fall Schalke. Und dann waren sie weg, ne Kisti? So wie oft haben die solche Leute das gesagt, Spieler oder Trainer oder Manager, ja, ich bleibe 100% hier, ich sage nur Draxler, damals unterschrieben, yeah, mach mit dem Auto hier rumgefahren, bumm, war der weg. Und dann waren wir alle sauer. Er hat nur was Vernünftiges gesagt, richtig gut argumentiert. Ich fand das klasse, wie der geredet, weil ich schätze den Schröder jetzt nicht ein, dass er sagt, im Sommer hau ich ab, geh nach Gladbach. Nur weil in der Presse mal drinnen stand, der Eberl versteht sich sehr gut ja mit dem Schröder, sind gut, sehr gut befreundet. Stand ja drinnen, die sind ja sehr gut befreundet. Das heißt aber jetzt nicht, weil die gut befreundet sind, dass er jetzt nach Gladbach geht. Der Eberl könnte denen zu sagen auch, ey, pass mal auf, geh lieber nicht nach Gladbach, weil ich bin da abgehauen, weil das schon ein bisschen zu viel war. Und deswegen sage ich, ich fand Ruben Schröder seine Aussage, was er da betätigt hat gegen den Dr. Stahlmann da, oder wie der heißt da, der große Schlammann. Ich fand das, wie der geredet hat, gut. Ich nicht. Ich sag's dir offen und ehrlich. Das war mir zu viel Blabla. Das war zu viel Standardgelaber, was du dich schon so oft gehört habe von Leuten, die später dann tatsächlich auch gegangen sind. Ich hab ehrlich gesagt mehr erwartet, weil ich ganz ehrlich auch gesehen habe, dass der Erfolg hat, dass der Spaß auch hat in dem Team, dass der sich da was aufbaut. Und deswegen habe ich da ehrlich gesagt erwartet, ganz ehrlich, Junge, sag's doch einfach, wo ist dein Problem? Wenn du auf Schalke bleibst, dann sag's doch. Und wenn er das gesagt hätte und dann haut er ab, was hättest du dann gemacht? Ja, warum soll er dann abhauen? Nein, aber du weißt, wie das ist heute im Fußball. Wenn die Kohle, es geht immer ums Geld. Wenn einer kommt und den 3 Millionen mehr gibt, dann der kann sich so pudelwohl fühlen bei uns, die gehen alle wegen der Kohle dann. Außer du bist blau-weiß wie wir drei, die würden sogar umsonst das spielen. Okay, vielleicht. Also weit von Gladbach her ist er nicht geboren worden. Vielleicht ist er immer schon Gladbach-Fan gewesen. Weiß ich nicht. Denn so mit Gladbach hat er ja nichts zu tun gehabt. Weder als Spieler noch als Trainer.
Da ist er näher an Sportfreunde Timmendorfer Strand als an Gladbach. Aber keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich wäre wirklich sehr enttäuscht, glaube ich. Ich wäre ziemlich sauer. Ach, haben die Gladbacher nicht noch mehr Namen gesagt, wen die haben da so? Wir können doch den Spacken von der Insel zurückholen hier, diesen wie heißt der? Rangnick. Nein, die hatten doch noch zwei, drei Namen. Der von Menu. Ne? Ich glaube, die hatten noch zwei, drei Namen, die Gladbacher, die da in den Medien standen. Zwei, drei Namen. Da war ja der Schröder dabei, ist klar, der macht gute Arbeit. Und da waren noch zwei, drei andere Namen. Aber ich weiß jetzt nicht genau, welche Namen noch dabei waren. Vielleicht weiß halt einer im Chat, war, welche Namen noch da gehandelt worden wurden. Hacking, Seier. Wer ist denn Seier? Hacking, genau, der Hacking. Formel 1. Dann haben wir noch. Jörg Schmadtke, Christoph Spicher, Martin Stranzel. Ja, der war bei Hannover, war, ne, glaube ich. Keine Ahnung. Wie gesagt, wenn du das schon, ich behaupte einfach mal, also die haben safe mit dem gesprochen, die haben ganz sicher mit dem gesprochen, ganz sicher. Auf der anderen Seite kann Gladbach kann aber jetzt nicht bis zum Sommer ohne Dödel fahren. Also die werden jetzt einen brauchen. Und jetzt kann er nicht mehr, oder? Ja. Horst Held ist ja noch vorne, oder? Guck mal, El Senior schreibt jetzt gerade, du erwartest zu viel, du bist Schlamann 2.0, Kesti, du quetscht ihn auch aus wie eine Zitrone, schlimm sowas. Ey, ich sag euch, Babat, ne? Aus meiner Sicht hat der Schlamann seinen Job gemacht. Ja? Ob uns als Schalke 04 Fans das gefällt oder nicht, seine Aufgabe ist es, Fragen zu stellen und auch unangenehme Fragen zu stellen gegenüber den Protagonisten im Fußball. Also, und wie gesagt, das ist auch keine Frage, die unüblich ist im Fußball. Überhaupt nicht. Ganz ehrlich, klar können wir uns immer dahinstellen und sagen, ja, wir machen jetzt die Augen zu und gucken, was passiert. Aber ganz ehrlich, mich interessiert das schon, ob der bleibt oder nicht. Und deswegen finde ich das auch gut, dass er die Fragen gestellt hat. Wie gesagt, er hat ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber seinem gesamten Laden. Bei Sky arbeiten ja auch ein paar Leute. Und bei aller Medienkritik, die ich ja auch regelmäßig raushaue, wo ich auch mich über Schlagzeilen aufrege oder sonst was, letztendlich machen die alle nur ihren Job und verdienen da ihr Brot mit. Und deswegen, es hängt sowieso beides immer voneinander auch ab. Also wenn Schalke die ganze Aufmerksamkeit durch die Medien nicht hätte, wäre Schalke auch nicht so groß. Also deswegen, also ich finde, er hat nur seinen Job gemacht. Hier der Fabi04, der sagt auch was Gutes. Es sollte doch jetzt jeder gemerkt haben, dass der Profisport nichts mehr mit Vereinsliebe und Treue zu tun hat. Wenn er geht, ist es eben so, dann macht es eben ein anderer. Fabi04, kann ich dir auch nur recht geben. Vereinsliebe ist schon lange nicht mehr. Es gibt nirgendwo mehr Vereinsliebe von den Leuten, dass sie sagen, ich bleibe außer der Büskens und Alsamor, das ist Vereinsliebe, die bleiben bis die sterben auf Schalke. Das ja, aber andere, die dazukommen nach Schalke, da sehe ich das jetzt auch wie der Fabi 04. Wenn er geht, okay, dann geht er, dann können wir den auch nicht festhalten. Aber ich bin noch immer 100% davon überzeugt, charakterlich kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Schröder gehen wird. Nein, ich bin zu 100% sicher, er bleibt. Und das hat mir sein Interview bestätigt, dass er gesagt hat, er fühlt sich wohl und das bleibt er ein, zwei Jahre. Und dann in zwei, drei Jahren weiß man auch nicht, was dann passiert. Dann wissen wir das auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin aber davon überzeugt, der. Ich hoffe. Ich hoffe ja auch, dass er bleibt. Er hat ja einen guten Job gemacht. So. Und ich wünsche mir auch, dass er bleibt. So. Nur ganz ehrlich, wenn jemand bleiben will, dann kann er es auch einfach sagen. Ich will bleiben. Fertig aus. Oder? Hier, Moflash, das ist auch Taktik von Schröder.
dann wird sich Schalke eventuell eher um eine Verlängerung bemühen. Ja, mach sein. Mach sein, ja. Vielleicht möchte er einfach nur noch ein bisschen mehr Kohle bei Schalke rausholen. Mach sein vielleicht. Ist auch legitim, er macht gute Arbeit. Hallo, wenn einer gute Arbeit, wirklich gute Arbeit macht und du siehst ja, er hat an Gramozis festgehalten, hat noch jetzt 3 Transfers betätigt, die nicht so teuer sind, die auch sofort mit Windheim geklappt hat. Jetzt wissen wir nicht mit Zhong Dong Lee und Lode. Es funktioniert ja mit dem Schröder. Und ist ja klar, wenn du gute Arbeit leistest, möchtest auch dieses, wie sagt man, wenn du gut arbeitest, möchtest auch dieses, mir fällt jetzt nicht das ein nochmal, diese Anerkennung auch ein bisschen mehr Gehalt kriegen. Wenn du wirklich der arbeitet bestimmt unter sein Gehalt, was er kriegen sollte, weil wenn Schalke wirklich so wenig Ausgaben hat und ich denke mal, wenn wir aufsteigen sollten, ich sage immer wenn es, weil das auch mehr Gehalt werden, ist aber legitim, das ist in jedem Beruf auch so, das ist ein Beruf, was er macht und das ist legitim, er kann sich auch mit anderen Vereinen unterhalten, also, da kannst du nicht jetzt zu dem sagen, nee, darfst du nicht, kann er ja ruhig machen, ist ja seine Sache. Ja, aber du sagst auf der einen Seite, es ist seine Sache. So, ja, aber andererseits, auf der anderen Seite sagst du, ja, aber ich wäre schon super, super enttäuscht, wenn er dann auch wirklich gehen würde. Wenn er gehen würde, ist er also, charakterlich für mich, sorry, wenn ich das dann sage, ein Arsch, weil er sagt, ja, ich fühle mich, wenn ich mich doch irgendwo pudelwohl fühle. Ja. Ne, warte mal, pudelwohl. Zum Beispiel, ich bin jetzt bei Andreas im Betrieb und ich sage, Andreas, boah, ich fühle mich bei dir topwohl, ey, voll geil hier. Ne? Und dann haue ich im nächsten Schritt, bumm, bin ich im Sommer weg. Dann ist das für mich charakterlich, dann hast du mich ja verarscht. Dann verarscht uns ja alle. Dann hast du dich ja gar nicht pudelwohl gefühlt. So sehe ich das. Ne? Wenn ich mich pudelwohl fühle, dann bleibe ich. Dann bleibe ich. Aber wenn du wirklich um die Kohle musst, sagen, pass auf, ich bin gegangen, ich habe da mehr Geld gekriegt, haben die mir ein gutes Angebot gemacht, dann gehe ich, weil es um Geld geht. Dann muss man auch ehrlich sein. Aber so schätze ich mir, den nicht, dass der jetzt einfach geht und abhaut. Das kann ich mir nicht vorstellen, niemals. Herr Francesco, welcher Manager würde sich ernsthaft irgendwo hinstellen und sagen, ich fühle mich bei meinem Verein gerade nicht wohl, mein Job und stempel ich abends aus. So. Wer sagt denn sowas? Jeder Manager sagt doch öffentlich, ja, ich bin super zufrieden mit dem Verein, das ist mein Traumjob. Und ich habe das bisher nicht von vielen gehört, der gesagt hat, ich fühle mich hier pudelwohl. Ich mache meinen Job. Ich höre immer, ich mache meinen Job. Aber ich habe noch nie so von einem richtig persönlich, ich fühle mich hier pudelwohl. Habe ich noch nie gehört, bin ich ehrlich. Ich habe es ja noch nie gehört von einem anderen, der gesagt hat, ich fühle mich pudelwohl. Und der Schröder hat gesagt, ich fühle mich hier richtig wohl. Das habe ich, ich habe ja manche Interviews gesehen, kann ja sein, dass hat jemand gesagt, aber ich habe es noch nie von einem gehört, ich fühle mich hier richtig wohl. Es ist mein Job. Ich höre immer, es ist mein Job, das zu machen. So. Ich bin gespannt. Ich sage, er bleibt 100%, zu 1000%, zu 100.000%. Hoffen wir, dass du recht behältst. Hoffe ich auch. Andreas zweifelt. Nö, es gibt da einfach, es gibt halt, wie gesagt, zwei Wege. Also ich denke mal, das hängt am Aufstieg, ob wir den schaffen. Denn ich kann mir einfach, wie gesagt, ich kann mir halt eben nicht vorstellen, so wie ich ihn als Typ einschätze, der will ja was leisten. Und außerdem wird sein Marktwert auch um einiges höher sein, wenn er Schalke in die erste Liga zusammen mit dem Team natürlich gebracht hat. Also glaube ich nicht, dass er jetzt vorher gehen würde. Wenn Schalke nicht aufsteigt, ja, dann sieht das halt anders aus. Ne? Aber wie gesagt, Fußballromantik sagt, der haut nie ab, auf gar keinen Fall. Denn projizieren wir ja unser Herz auf ihn und sagen, warum sollte der abhauen, wenn alles klappt und alle ihn lieben und er liebt da, wo er ist, warum, ne? Außerdem ist er dann im Ruhrgebiet der große Held und auch weiter darüber hinaus. Wenn das allerdings so ist, dass man sagt, okay, die Kohle kommt zuerst, Geschäft kommt zuerst, ja, dann ist das so, dann ist das wieder mal einer dieser großen Steine, Meilensteine, wo man sieht, nicht Meilensteine, aber ist das mal wieder so ein Ding, wo man sieht, ja, Vereinstreue zählt halt eben nicht. Außer bei uns Fans. Bei uns Fans natürlich. Ja. Ja. Ich gehe aber eher davon aus, dass er bleibt, zumindest bis Schalke, zumindest mal bis
Schalke aufgestiegen ist. Und wenn Schalke aufsteigt, kann ich mir nicht vorstellen, weil wenn ich zwischen Schalke und Gladbach, also selbst jetzt mal ganz objektiv, ey, komm. Ey, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Schalke ist mit Abstand der geilere Verein. Wir haben nur den Nachteil, dass wir im Moment in der zweiten Liga rumdümpeln. Ich habe eine Frage. Aber nochmal, wie du auch schon sagst, wenn er auch aus der Nähe kommt, ja, du weißt nicht, was er im Hinterkopf hat. Ne? Nochmal, er kann ja auch gute Gründe haben, nach Gladbach zu gehen. Beispiel, ja, wenn er da privat so, I don't know, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich schon immer gewünscht, bei Gladbach Manager zu sein. Vielleicht war das schon immer sein Traum. I don't know. Eine Frage. Sucht Gladbach jetzt sofort einen Sportdirektor oder haben die gesagt, die lassen sich Zeit? Das würde ich gerne mal auch gerne wissen, weil wenn die jetzt sofort einen suchen, dann brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, dann wissen wir ganz genau, Schröder wird nicht darüber gehen. Weil ich glaube nicht, dass die warten ein halbes Jahr auf einen Sportdirektor, das geht nicht. Ein halbes Jahr kannst du nicht auf einen Sportdirektor haben. Die brauchen ja unbedingt jetzt einen. Weil ist ja die Rückrunde. Die können ja nicht ein halbes Jahr warten. Kannst du dir vorstellen, ein halbes Jahr ohne Sportdirektor, geht das? Nein, für mich nicht, nee, die unmöglich. Die müssen ja auch für die Saison ist es ja. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt für den Sommer, die holen jetzt ein und dann sagen sie zu denen, pass auf, du machst das halbe Jahr und dann kommt der Schröder. Deswegen sage ich ja, wir brauchen gar nicht diskutieren, Schröder bleibt und die brauchen jetzt einen. Die holen bestimmt den Horst Held. Oh. Der passt da rein. Der ist frei. Der ist arbeitslos. Ist ja Gladbach, da kann er auch der Willi Kowalski hier vom Taubenzuchtverein mal Taubenzüchterverein machen. Taubenzüchterverein. Ich denke, die holen sich dann Interimsmenschen und dann holen die einen ab Sommer. Hier schreibt einer Alexander Meyer. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe nicht. Aha, Sascha 1904 sagen, die warten bis Sommer, haben die gesagt, haben die schon gesagt. Dann mal viel Spaß in der zweiten. Wir wechseln euch dann ab. Wir wechseln euch dann ab. Hier, Dari, die kann da hingehen. Die macht dann die Managerin, die Sportdirektorin mit Kloppe. Ja, eiserne Randale, genau. Schröder hat Potenzial, sich ein Denkmal zu setzen, wie Runert bei uns. Wie wichtig ist das allerdings noch im Schädel der heutigen Fußballmillionäre, dass man sich ein Denkmal setzt, Ehre und Ansehen. Das ist die Sache eben. Aus der Sicht würde ich sagen, ja klar, bleibt der. Aber zumindest mal, bis es darum geht, dass wir wissen, aufsteigen oder nicht. Aber wie gesagt, wenn nur noch Kohle zählt. Aber irgendwie, ich glaube, ich verstehe beide. Ja? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Mir hat aber auch so eine klarere Aussage auch ein bisschen gefehlt, wo ich sage, nee, ich habe hier Vertrag, ich finde es hier gut, hier bleib ich. Hat er doch. Hat er nicht. Hat er absolut hat nicht gesagt, Francesco. Er hat nicht gesagt, ich bleibe hier, aber er hat gesagt, ich fühle mich hier wohl. Ja. Ich habe. Francesco, ja, ich er hat dir alles gesagt, was du hören wolltest. Nur das eine nicht. Nämlich, dass er bleibt bei Schalke. Der sagt doch, ich habe hier, ich fühle mich hier pudelwohl. Wir sind gerade eine Mannschaft am Aufbauen. Wir investieren gerade Kohle. Warum soll er dann sagen, ich bleib? Und dann, wenn ein Jahr später haut er ab, dann sitzen wir wieder hier und dann diskutieren wir. Siehst du, erst sagt er, er bleibt. Er redet das jetzt so, damit die Schalke-Fans natürlich ruhig sind und sich keine Sorgen machen. Ist doch ganz klar. Wir nicht, wo bleiben wir denn ruhig? Ist doch wieder 50-50 wieder. Die einen sagen so, der hat das so. Ja, er versucht es irgendwie, aber er lässt sich natürlich trotzdem die Tür offen und das sieht jeder und deswegen gehen die Diskussionen los. Also, wo hat der sein Bekenntnis für Schalke 04 abgegeben? Oder dass er im nächsten Jahr noch bei Schalke ist? Hat der nicht abgegeben. Der hat einfach nur erzählt, wie toll er es im Moment hier bei Schalke findet. Und das war's. Der hat einen Vertrag auf Schalke. Er hat das ja auch gesagt. Ich habe einen Vertrag auf Schalke. Ja, wie lange? Den muss er erfüllen. Bis zum Sommer. Weiß ja keiner. Ich denke bis Sommer. Der wird sich doch nicht selber eingeknastet. Aber ey, da muss doch drinnen stehen, wie lange der Vertrag hat. Der hat doch jetzt erst angefangen. Der hat doch nicht einen Jahresvertrag, oder? Weißt du das? Aber steht das nirgendwo wirklich drin? Nein. Ich trau allen alles zu. Ich hoffe nicht.
aber ich traue allen alles zu mittlerweile. Was mich allerdings nervt, da der hätte mal einer den dem Schlamer in den Sack treten sollen. Denn Schalke braucht Ruhe und das tut uns gut. Jetzt kommt schon wieder so ein Riesending da auf. Ja. Kann der nicht einfach die Klappe halten? Und, ja, das also, wollte er doch. Der will doch Unruhe in Schalke. Das sage ich doch ganz Zeit. Und wir machen Quatsch. Alle mit. Er will doch, er will Unruhe in Schalke rein. Die Medien bringen immer Unruhe. Das ist doch schon wieder Unruhe. Aber, für mich ist das wieder Unruhe. Quatsch. Warum? Weil die Fans, zum Beispiel der Kesti. Kesti sagt, warum hat er sich nicht bekannt gegeben für Schalke? Kesti ist ja nicht der Einzige. Es sagen ja viele aber, dasselbe. Aber, der große, dass sich schon Unruhe reinbringt. Nein, das ist keine Medien, Unruhe reinbringen. Das ist keine Unruhe reinbringen. Es würde ja schon Unruhe reinbringen, wenn diejenigen, die das nicht wahrhaben wollen, das einfach mal registrieren würden, was da tatsächlich los gewesen ist und einfach sagen, yo, der Ruven Schröder hat sich nicht bekannt fürs nächste Jahr und einfach mal die Augen aufmachen würden und sehen, wie es tatsächlich ist. Ja, man kann doch nicht immer, so naiv sein und dem einfach glauben, was er da labert, wenn er nicht mal, wie gesagt, ein konkretes Bekenntnis abgeht, wenn er konkret sagt, ich bleibe. Er ist ja komplett an der Frage immer dran vorbeigegangen. Mehrfach ist er dran vorbeigegangen. Das ist sowas von offensichtlich gewesen. Ja, und nochmal, ich kann das jetzt, ich für mich kann das jetzt einschätzen. Ich sage für mich jetzt, ich bin enttäuscht im Grunde genommen jetzt von der Aussage. Ja, das war es aber auch schon. Für mich ist das nachher dann auch mehr oder minder ein Profigeschäft und ich werde beim Ruven Schröder nachher auch sagen, ja toll, der Nächste, der gegangen ist. Ja. Wie ein Goretzka, wie ein, wie ein Julian Draxler, dann ist er halt der Nächste, der gegangen ist. Und dann war er auch nicht der Richtige im Grunde genommen. Ja, dann sehe ich das halt auch so. Aber nochmal, mich jetzt einfach hier hinzustellen und zu sagen, ja, aber der will ja unbedingt, guck mal, der hat ja auch gesagt, wie toll er das findet. Natürlich sagt er das. Einfach um die Leute zu beruhigen. Ja? Ja, und auch um seinen Preis hochzutreiben, wenn Gladbach haben will. Und dann sagen die auch, oh Scheiße, da müssen wir nochmal 300.000 drauflegen. Vielleicht findet er das dann doch in Gladbach vielleicht ein bisschen schöner. Ja. Aber das ist ja alles Mutmaßerei. Also das ist ja alles, es kann auch sein, hier hat gerade jemand geschrieben, das fand ich eigentlich ziemlich gut, dass das vielleicht eine Anspielung auf die Gladbacher Verhältnisse war. Wer hat das gerade geschrieben? Verdammt, hier. KB 1904 stimmt so nicht, Kesti. Er sagte ganz klar, dass er kein Thema zumachen muss, was nie offen war. Seine Botschaft dabei war der Umgang mit Eberl. Also das kann auch sein, dass der sagt, hier, ich habe das Herz am richtigen Flecken, was ihr mit dem Eberl gemacht habt oder was weiß ich, war scheiße und so, genauso mache ich das jetzt auch. Dir große Schlammer brauche ich drüber zu reden, das ist so ein Volkshochschuljournalist, ja. Das ist so diese Neuen, der ist so genauso schlecht wie der Lanz. Ja, die können dieses unterschwellige Erfragen können die nicht mehr. Dazu ist ja zu dulle. Das ist nun mal der neue Journalismus. Das ist einfach immer drauf. Und was willst du machen? Also, Hier hat gerade einer geschrieben, ich habe den voll vergessen. Jochen Schneider wird nach Gladbach gehen. Hat vorhin einer geschrieben. Jochen Schneider ist ja auch noch da. Der wird genau da reinpassen. Und da gebe ich den recht, da hören wir bald in den Tagen, Jochen Schneider wird Sportdirektor bei Gladbach, der wird da richtig reinpassen. Norman, genau. Den habe ich ja ganz vergessen, den Jochen Schneider, der ist noch da. Ich werde jetzt den Dirk Große Schlamann anrufen und sagen, pass mal auf, Jochen. Insider-Tipp, Jochen Schneider. Weil der Dirk Große Schlamann hat ja gesagt, ja, ich habe einen Insider-Tipp gekriegt. Und deswegen weiß ich, habe jetzt auch einen Insider-Tipp, der Jochen Schneider. Kannst du dir vorstellen, wie der Schlamann irgendwo am Germania-Eck steht, so wie Horst Schlemmer mit so einem Kümmerling? Ja, hast du gehört. Kann mir auch, ja, und dann geht er hin und sammelt dann da diese Markus Lanz-Fragen. Also, ja, okay, müssen wir ja zugeben, er ist ja Reporter, er muss das ja machen, ne? Das ist es ja. Aber die Frage ist aber wie? Das war ja wie Schülerzeitung. Also hör mal. Aber hast du gesehen, was der Schröder zu dem, der Ruven Schröder zu dem gesagt hat? Du interpretierst schon wieder was rein, was ich gar nicht gesagt habe. Und das fand ich ja auch gut von dem Schröder, weil der hat wieder rein versucht, den irgendwas rauszulocken. Aber der wollte nicht. Wenn er, hey, ich darf doch meine Meinung sagen, wie ich möchte. Warum musst du mir irgendwas rauszwingen aus meinem Mund, was zu sagen, was du gerne hören willst? Mach ich nicht. Nein, ist doch mein Ding. Und das meint er auch mit Eberl.
mit den Eberl, wo der Eberl mit Rücktritt gesagt hat, haben die auch gesagt. Und dann kam sofort, warum tritt der zurück? Was ist passiert? Was ist? Keiner weiß, was mit dem Eberl los ist, aber die haben wieder alles reingeschimpft. Und das meinte auch der Schröder. Ihr interpretiert schon wieder was rein, was ich noch gar nichts gesagt habe. Das ist es ja, dieses Reininterpretieren. Das machen ja die Medien gerne allgemein heutzutage. Wir sehen, was die Medien alles machen. So, sticheln, sticheln, sticheln. Das geht mir auf den Sack. Und ich bin wirklich, die Medien könnte ich hier packen. Wenn ich da wäre und einer von den Medien würde sagen, was redest du mir? Ich hätte gerne wieder ein Sammer, die richtig, wirklich, wenn dem was nicht gefällt, wie ein Rudi Völler, wie ein Trapattoni, wie wirklich solche Leute brauchen wir wieder, die wirklich auf den Tisch schauen, haltet mal jetzt die Backen, was wollt ihr für mich hier? Schnauze voll, hab fertig, tschüss, hau rein. Alter, ich will mit dir gar nicht mehr reden. Ja, ist so, das ist... Ja, ich wünschte, das wäre so. Aber es muss ja heute alles... Wir brauchen solche Leute. Ja, klar, sicherlich. Vielleicht ging der Schlamann ihm einfach auch so auf den Sack, dass er, ich kenne das bei mir, wenn einer was will von mir, dass ich es sage, ich sage es nicht. Auf Teufel komm raus, sage ich das nicht, nur weil der eine dann hören will. Sage ich dort nicht. Genau. Einfach nur, um die, damit der nicht hingehen kann und sagen, ich habe es ihm entlockt. Einfach nur deswegen. So. Vielleicht auch deswegen. Kann auch sein, es ist, aber jetzt sind wir kann, bei Fußball-Roman. Kann. Wenn es ehrlich ist, wir wissen es nicht. Es kann sein, er hat seinen eigenen Vertrag vielleicht gemacht, geht bis Sommer. Wenn wir nicht aufsteigen, sagt er vielleicht tschö. Glaube ich trotzdem nicht. Ich glaube, dass er was erreichen will, und zwar mit Schalke über diesen Weg. Diesen kompletten Neuaufbau hat er ja mitgemacht, ist zum großen Teil da sehr, sehr investiert. Hätte ich schöner gefunden, wenn er gesagt hat, leck mir am Arsch, Schlamann, natürlich bleibe ich hier, ich habe Vertrag, hier ist geil, geilste Club der Welt, was willst du mehr? Tschüss. Klar, wäre geil gewesen, ist aber nicht so. Jetzt können wir uns natürlich 3 Wochen drüber unterhalten, bis er dann irgendwann geht oder nicht geht. Aber es macht ja auch Spaß. Man muss ja, guck mal, Frauen kaufen hier die für sie und unterhalten sich über die Königsfamilie. Ne? Wir kaufen die Ruhrgebietsausgabe für ihr, ne? und lesen halt da drin über, was macht unser lieber Rofen? Hat er eine neue? Keine Ahnung. Es gehört halt dazu, aber ich hoffe mal, dass es nicht passiert. Ich glaube nicht, dass es passiert. Tja. Ja. Solange man lebt, soll man rauchen. Dafür brauche ich. Jetzt spekuliert ihr auch. Stimmt. Was keine Spekulation ist, wir werden halt aufsteigen, Meister werden und werden dann diese dusselige Champions League das Recht haben, daran teilzunehmen. Aber mit Schalke wird dann sagen, nö, den Scheiß spielen wir nicht mit. Einfach aus Spaß. So, das ist mein Traumfußball. Wird nie passieren, aber hey, was soll's? Ja. Nee, das Interview habe ich noch nicht gesehen. Mit dem Kaffee, ne, Luis? Das kam gerade erst raus, vor einer Stunde oder so, glaube ich. Genau, ja. Ja. So, Kim Jong-un spielt für uns. Vielleicht solltet ihr mal langsam das Thema zumachen, was gar nicht offen war, ne? Ey, Lohne, ne? Du kannst auch nicht immer hier in den Chat reinschreiben. Du kannst ernsthaft nicht immer permanent in den Chat reinschreiben, dass die Leute alle keine Ahnung haben, wenn sie nicht deiner Meinung sind. Ehrlich, das ist unfassbar. Jeder hat seine Meinung. Jeder darf seine Meinung haben. Natürlich darf er seine... Natürlich darf er seine Meinung haben, aber Lohne, der braucht das auch manchmal. Der braucht auch manchmal Gegenwind. Ja. Ich meinte wir drei. Ich meinte uns drei also, jetzt. Ja. Ist so schön, dass wir nicht immer gleicher Meinung sind, dass wir diskutieren drüber. Ja. Das ist doch, warum wir diesen Sport, den Fußball, lieben. Diskutieren. So. Deswegen ist das doch das Schönste an diesem Sport. Wenn wir das nicht könnten, ne, dann würden wir jetzt hier drei sitzen und sagen, ja, okay, habt ihr gehört. Das war schön. Ey, ich hab's noch vor dem, ganz ehrlich, ich hab's doch auch noch vor dem Stream gesagt, ne? Ich freue mich voll auf die Diskussion über Ruven Schröder, weil ich genau weiß, dass du eine andere Meinung hast als ich. Und deswegen lass loslegen heute. Also ich habe da auch Spaß dran, muss ich sagen. Doch. Und ist ja meine. Ich finde das Thema geil, weil es gezeigt hat, dass eigentlich der immer so ein bisschen mehr sachlich oder ein bisschen mehr pessimistisch ist, nämlich unser lieber Francesco, dass er nämlich eigentlich der geheime Fußballromantiker ist. Ja! Er hat gesagt, er fühlt sich wohl hier. Das ist der Italiener. Du fühlst dich wohl hier. Mama hat gekocht. Es schmeckt gut. Warum musst du abhauen? Du musst niemals abhauen. Ja. So ist er.
Ich gehe erst mit Flasche leer und der Vino ist doch voll und ist wunderbar. Und ja, hab ich euch vermisst, ehrlich. Oh. Ja, als ein Randal im Ernstfall kommt dann halt, kommen halt Rangnick und Tedesco. Ich werde mich dann erschießen, bei übrigens. Beide kommen, Rangnick und Tedesco. Und dann hier der aus Bayern, der Bayern-Trainer wird auch gefeiert, weil die bringen diese Saison nicht was sie sollten. Ich glaube, die werden nur Meister. Ja, und das reicht Bayern nicht. Also werden sie, wie heißt der Flachkopf da, der Trainer nochmal, der vorher bei Leipzig war? Nagelsmann, der kommt auch noch so scheiße. Alle kommen so und Favre und Tuchel, der kommt auch noch. Dann werde ich mich langsam erschießen mit einer 22er am dicken Zeh angefangen. Heieieiei. Da geht, holen wir Eber. Ja, genau. Ist guter Mann, der Max. Ey. Oh. Welchen meinst du jetzt, Max? Kruse? Na, ist halt. Übrigens, wir haben noch ein Thema, fällt mir gerade ein, wo wir auch unterschiedlicher Meinung sind. Harit. Ja. Nee, John Lee da, ne? Ja. John Lee! Ja! Wieso sind wir da unterschiedlicher Meinung? Ich kenne eure Meinung da ja noch gar nicht dann. Nee, ja, Francesco ist. Warte, ich will Andreas hören. Ich will erstmal den Andreas. Nee, warte, du kennst ja meine Meinung noch nicht. Ja, eben. Du kennst Dong Jong Lee. Was sagst du zu diesem Spieler? Gut, der lacht schon bei dem Namen. Ich finde der Name, der. Wie du kannst so mir doch nicht kommen und erzählen, hallo, mein Name ist Dong John. Und nicht erwarten, dass ich mir da drüber ein Abgeier. Also komm mal, ich bin ja, jeder tut das, jeder, der dich geiert, hat irgendwas im Hirn falsch. Alter, ehrlich, ganz ehrlich. Ja, bei mir ist vieles falsch, vertrau mir, bei mir ist vieles falsch. Nein, was sagst du zu der Verpflichtung? Ich hoffe, dass so viel wie viele andere Verpflichtungen, dass es eine gute Verpflichtung ist, aber ich weigere mich von 8 Toren, die er jemals geschossen hat, oder 6 und 8, da ist ein Videozusammenschnitt, da sieht man dann aus seinem kompletten Leben diese 5 Minuten und alle sagen, ja, yeah, geil. Also da kann ich auch von Çalhanoğlu 5 Minuten zusammenschneiden, die sehen auch geil aus. Erstmal sagen, ich freue mich, er scheint ein lustiger, netter, agiler Typ zu sein, der den Ball auch am Fuß haben kann, aber das sollte er, ist schließlich Fußballer. Ich dachte, die Tore, die er geschossen hat, waren auch süß, wenn man mal davon absieht, dass die Torwarte auch mehr so Standkegel waren und nicht wirklich, naja. Aber warten wir mal ab, vielleicht ist er richtig geil. Ich hoffe es für ihn, ich hoffe es für uns, aber mehr kann ich zu dem nicht sagen. Kurze Frage, ich habe gelesen, dass der südkoreanische Messi, stimmt das? Stand in der Zeitung, ja. Der koreanische Messi haben die geschrieben. Und deswegen habe ich ja gegoogelt und dann mir das mal angeschaut. Alter, der muss ja richtig was drauf haben wie Messi. Und dann habe ich mir den angeschaut. Und dann habe ich mir gedacht, schöne Pässe, kann ich dir auch viele von der zweiten Liga zeigen, die wunderschöne Pässe spielen. Dann habe ich mir gedacht, 68 Spiele, 8 Tore, 2 oder ein paar Vorlagen. Und dann habe ich mir überlegt, südkoreanisch ist so wie hier Regionalliga. Ist so hier, die Liga ist vergleichlich wie die Regionalliga hier in Deutschland. Ist so, weil der Fußball ist da jetzt nicht der dollste. 1,75 Meter groß. Da habe ich mir gedacht, paar Szenen wieder angeguckt. Da habe ich mich an Harit erinnert, wo sie auch paar Szenen wieder zusammengewürfelt haben und die besten Szenen geschaut haben. Ja, schöne Pässe waren dabei, aber ich, wie gesagt, ich kann ja aus jeder Liga 100 Spieler holen, die machen ja auch die gleichen Pässe. Dann denke ich mir, hey, warum holst du jetzt einen von da? Dann hol doch von der Amateure den Cienza, Brasilianer, 24 Jahre. Ich habe mir den öfters angeguckt. Ey, der spielt keinen schlechten Fußball. Den musst du nur ein bisschen mal auch Vertrauen schenken, mal hochholen. Bam, er kennt ja Deutschland, hat sich an die Temperaturen gewöhnt. So, jetzt holst du einen aus Südkorea. Um Gottes Willen, ich habe nichts gegen den, weil viele sagen, was hast du gegen den? Ich habe nichts gegen den. Aber ich bin ehrlich, der wird uns nicht sofort weiterhelfen. Weil es wurde immer gesagt, wir brauchen Spieler, die uns sofort weiterhelfen, richtig? Die uns sofort jetzt weiterhelfen, weil wir wollen ja auch, das Thema ist ja, wir wollen aufsteigen. Dann sagen jetzt die Spieler sogar, wir wollen aufsteigen. Und du brauchst Spieler, die dir sofort
weiterhilft. Und ich bin da, boah, schwer im Kommen, dass der uns sofort weiterhilft, glaube ich nicht. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich da falsch liege, weil ich mag so diese Leute, die aus Korea, Japan, weil die haben eine super Einstellung. Einstellung, diese Ushida, kannte ich auch vorher nicht. Ich habe gesagt, wie ist das denn? So, hat auch, bomb, war da. So, es gibt ja viele Beispiele, Kaka war da von Zeckenland. Auch, Algeschäppert, hat auch geklappt. Aber heißt ja nicht, dass sofort alles klappt. Aber bei dem habe ich meine Zweifel. Wie siehst du das, Kirsti? Ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Kennt ihr das, wenn ihr wenn ihr einkaufen geht, keine Ahnung, irgendwie in einen Elektromarkt oder was weiß ich nicht, holt euch irgendwie was Neues? Ich habe dann, immer ein dickes Grinsen im Gesicht und denke mir, geil. Und dann, jetzt müssen wir halt auspacken, ne? Jetzt müssen wir halt auspacken und uns in... Toll, Kirsti, bitte mach ein Video. Unboxing-Dong. Unboxing-Dong, genau. Und deswegen, mal gucken, ne? Mal gucken. Ich fand ihn jetzt auch nicht so... ich freue mich ehrlich gesagt, dass wir den verpflichtet haben, so. Ja, ich hätte auch lieber einen gehabt, der bessere Statistiken mit sich bringt. Ich hätte auch lieber einen gehabt, der, keine Ahnung, einen Marktwert von 5 Millionen hat und wir haben gerade mal 500.000 für den bezahlt. Aber der Mann kann sich auch entwickeln. So, vielleicht ist das ja wirklich einfach vielleicht war das wirklich ein gutes Scouting jetzt auch einfach mal. Vielleicht ist das Genau. Man hat zu mir gesagt, ich muss wirklich sagen, da muss ich zum Abonnenten sagen, Dankeschön für die Lehre. Da muss ich den Abonnenten auch recht geben. Ich weiß nicht mehr, wie der ist. Hat er in meinen Kommentar geschrieben, Franco, manchmal Statistiken zählen nicht. Es zählt, was auf dem Platz passiert bei uns. Mhm. Die Statistiken zählen manchmal. Manchmal schaue ich wirklich zu viel auf die Statistiken. Ich schaue immer auf Statistiken. Was hat er geleistet? Das, weil ich Fußball verrückt bin und manchmal Zeit. So, vielleicht kann sein, ich soll nicht auf Statistiken gucken, schau. Aber ich habe ihn mir angeschaut auf YouTube. Ich habe mir den bestimmt 10 Mal angeschaut, um zu gucken, kann er uns weiterhelfen. Und ihr wisst, wir spielen in der zweiten Liga. Da sind die nicht wie in Korea und haben noch Vorsicht, wir treten dich nicht. Du darfst da vorbei. Junge, wenn du an einen vorbei bist, kommt der Nächste, der haut dich einfach um. Wenn so wie ein Palzen, so ein Verrückter kommt bei der anderen Mannschaft, der haut dich um. Dann denkst du, wo bin ich hier gelandet? Weil in Südkorea treten die nicht so wie hier in der zweiten Liga, wenn die richtig zur Sache gehen. Weil die zweite Liga, haben wir es selbst gesehen, ist nicht so einfach, wie wir uns das immer alle so vorstellen. Ja, man zockt nicht. Die zweite Liga ist hart. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich eines Besseren belehren. Wirklich, ich lasse mich wirklich eines Besseren belehren. Er soll mir das auf dem Platz beweisen. Und wenn er Tor macht, ich feiere den ab. Ich feiere den Koreaner ab. Mache ich alles. Ich feiere den wirklich dann ab. Ja, weil ich sag mal so, auch wenn ich jetzt nicht negativ, ich bin skeptisch. Aber ich drücke ihm alle Daumen, dass er top spielt. Und wenn er ein Tor macht, werde ich hier tanzen, werde ich Lee-Sprünge machen, alles. Auch wenn er Pässe spielt, die zu Toren führen. Den Lee-Sprung. Ja, wird sehen, dann mache ich, Lee-Sprünge. Oh, irgendwas mache ich dann. Mein Sohn freut sich auch schon. Also wie gesagt, wie du das auch sagst, du kannst halt einen Malossi nicht auf eine Honda packen. Der muss auf eine Piaggio. Also der kann natürlich da vielleicht so und so. Dann haben die sie. Ich denke, gehen wir davon aus, dass sie schon vernünftig gescoutet haben und dass der irgendwas hat, wonach man sucht. Und wenn der halt eben in der Position der 10 oder da oben noch als Zweiter neben Achter. Das ist ja auch wurscht. Genau. Einige Pässe, die er da gesehen hat, die waren auch gut. Also die werden wahrscheinlich mehr gesehen haben, als wir dann auf dem Video gesehen haben. Hoffe ich und denke ich auch. Von daher wird sich das schon lohnen. Messi ihn zu nennen, ist natürlich albern, denn wenn er der zweite Messi ist, würde er nicht in Südkorea spielen und 500.000 Euro kosten. Ja. Aber schauen wir mal. Und manche Leute, wenn die wirklich psychologisch vom Typ her zu einem Team passen, dann können die auch noch mehr. Also wie gesagt, ich freue mich auch drauf, ihn zu sehen. Ich hoffe, es wird was, natürlich. Bisher hat Rowen selten schlechte Arbeit oder schlechtes Scouting oder sonst schlechte Entscheidungen getroffen. Also schauen wir mal. Ich weiß nicht, da war schon spielen jetzt Samstag? Nö, ne?
Ach nee, der ist ja noch nationalmannschaftsmäßig unterwegs, oder? Der ist nationalmannschaftsmäßig unterwegs, ja. Ja, ist richtig. Ja, okay, dann ist er ja jetzt. Er hat aber auch nicht gespielt, ne? Der kam zurück und der war 90 Minuten auf der Bank. Hat ihn nicht spielen lassen. Perfekt. Der koreanische Messi. Ja. Ja, ist Reisestrapazen. Ich hätte ihn auch nicht spielen lassen. Ja, aber dann lass ihn doch direkt in das Gichten. Dann lass den armen Kerl doch nicht wieder zurück in eine. Ja, dann sag doch zu ihm, pass mal auf. Ja. Bleib bei Schalke. Kann sein, dass du Samstag im Kader bist. Dann hast du die Ruhephase. Aber lass ihn doch nicht zurückkommen. Und dann lässt du ihn nicht spielen. Und dann jetzt kannst du wieder zurückkommen. Aber wieder, geh wieder nach Gelsenkirchen. Ja, ja. Vielleicht kaufen ja auch 10 Millionen KoreanerInnen, /innen, der Trikot von ihm. Ja, mach, dann ist sowieso alles, ey, das ist sowieso alles mitberechnet, Korea, in Südkorea, dass die viele Trikots kaufen, wir uns vermarkten in Korea, das ist auch alles mit dabei gedacht. Deswegen sollten wir Hoppe auch zurückholen für 150.000. Nein, der kann da bleiben, bleib jetzt da, ich bin jetzt, oder irgendein Ami, dann habe ich Ich glaube an Piringer langsam. Piringer? Ja, langsam. Der Junge trifft wieder gegen Regensburg. Er ist ja schon ein halber Klaus Fischer mit dem halben Seitrückzieher da. Warte, ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir hier drinnen, der Piringer kommt jetzt. Ja, du hast ja gesagt, also eins von den 6 Toren hat er ja schon geschossen. Warte ab. Ja. Oh, da ist jemand. Wollte schon sagen. Der kam jetzt aber gerade so im Dunkeln, hast du gemerkt? Ja, ist Mafia? Der wird jetzt mitgenommen. Mafia, jetzt, du kommst mit, du musst noch zahlen, 10.000. Nein, ja. Aber ich bin gespannt. Aber eigentlich diese 3 Transfers, die wir jetzt betätigt haben, wie fandet ihr die so? So mit Windheim haben wir wirklich einen sehr guten Transfer. Bei Lode bin ich noch gespannt, wie der sich noch entwickelt. Und bei Lee müssen wir noch abwarten. Wie findest du da die Transfers so? Ja, hast du ganz gut zusammengefasst. Ne? Windheim ist der Einzige, der jetzt schon richtig überzeugen konnte. Lode kommt natürlich in eine Innenverteidigung rein, ja. Ganz ehrlich, da ist ein Sané jetzt gerade wieder zurückgekommen, da ist ein Itakura, da ist ein Ciao, das ist ein Kaminski, der aus meiner Sicht sogar noch die beste Saison gespielt hat bis dato, nur der immer extrem unterschätzt wird auf Schalke. Du hast dann 1, 2, 3, 5, ne? Ja. Itakura, Lode, Ciao, Kaminski und Sané. Das heißt, er könnte auch das System vielleicht wechseln. Ne? Bei 5 kann alles möglich sein. Oder Itakura vielleicht mal ins Mittelfeld. Mhm. Wissen wir nicht. Mal schauen. Bin ich wirklich gespannt. Sogar der Olaf Thon hat dem gesagt, änder mal das System mal in der Saison, wenn es sein muss. Genau. Mhm. Olaf Thon hat auch gesagt, Bayern ist ein toller Verein. Also bitte. Ja, der hat auch da bei Bayern gespielt. Was soll er sagen? Ja. Deine Bar ist auch ein Top-Bar. Oder, ey, Top-Bar ist deine, obwohl deine Bar scheiße ist. Sagen wir trotzdem, deine Bar ist top. Nix da. Keine Frage. So. Habt ihr das Freundschaftsspiel gegen Köln gesehen? Ja. Ja. Oh Gott, wollen wir da noch drüber sprechen? Ach du Scheiße. Nein. Stopp. Warum sagt ihr, oh Gott? Ich fand es zum ersten Mal ein Freundschaftsspiel. Nicht wegen dem Spiel, dass man sich wirklich ansehen konnte, ein Freundschaftsspiel, wo ich wirklich gesagt habe, ey, endlich mal ein Freundschaftsspiel, wo es Spaß gemacht hat, mal zuzugucken, 2-2, dann gab es gute Torszenen, Cholinov, 3 Meter vom Tor, schießt den daneben, fragt mich noch immer, wie der das geschafft hat. Kann mir so. Aber es gab gute Szenen, wo ich gesagt habe, hey. Wegen dem Gegentreffer natürlich, oder wegen den Gegentreffern. Ach so, meinst du mit dem Fährmann? Ja, natürlich, klar. Ey, das kann doch passieren, ey, das kann doch, ey, hallo, das kann doch jedem passieren.
In einem Freundschaftsspiel, wo ich mich endlich wieder auf Platz 1 setzen will in der Mannschaft, also, darf dir das nicht passieren. Also da hat er sich wirklich halbwegs das Genick gebrochen. Also bis für die nächsten, ja, für die nächsten Wochen, sagen wir es mal so. Aber für die nächsten Wochen. Hätte Freisel gegen Nürnberg. Hätte, aber nicht. Ja, aber hätte der Stürmer den Ball quer gespielt, hätte er da 2-1 gemacht, dann hätte, da sagt ja keiner was. Da passiert, der Fährmann hat einen Fehler gemacht, war ein Riesenfehler, war sein Fehler. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war ein Riesenbock, was der gemacht hat. Nein, aber er hat auch in dem Spiel, wieder ein, zwei gute Paraden wieder auch gezeigt. Ne? Er ist da. Fehler passiert lieber im Freundschaftsspiel. Ey, ich sag immer wieder, macht lieber im Freundschaftsspiel diese Fehler als in der Meisterschaft, weil in der Meisterschaft ist er dann, würde ich dir am Hals gehen. Was das Spiel aber gezeigt hat, ist, dass Schalke eine Erstligamannschaft ist und wir da auch zumindest die Hälfte der Mannschaften wegballern wollen, wenn wir können, wenn wir wollen. Ja, jetzt mal abgesehen von alles Fehlern, ist das scheiße, aber ernsthaft, so wie wir uns da präsentiert haben, war ich sehr, sehr angenehm überrascht. Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen, ja, muss man sagen. Ja, das stimmt. Das ist halt ja, was an Freundschaftsspielen wir uns immer beklagen. Boah, was für ein Scheißspiel, was für ein langweiliges Spiel. Oder du spielst gegen Unterklassigen 4-0, 5-0. Oder... Aber das war wirklich ein interessantes Duell, wo ich gesagt habe, die machen da weiter, wo die aufgehört haben, konzentriert, mit Fehlern gehören dazu. Aber die haben schön Fußball gezeigt. Versuch auch die, die wenig gespielt haben, haben auch Wille gezeigt. Piringer kam nachher rein mit den Terode und sofort, bumm, macht der Piringer sein Tor, der macht da weiter, wo der aufgehört hat. Hey, ich freue mich schon gegen Regensburg, nur leider kann ich das Spiel nicht gucken. Ja, warum? Ich habe doch gesagt, ich bin doch mit meinen Jungs, mit den Kurzen, wir haben um 13.30 Uhr Spiel in Bochum. Wir spielen in der Heimat von Darida. Ah ja. Deine Heimatstadt von Bochum. Wir haben ja Spiel genau um 13.30 Uhr, wenn Schalke spielt, spielen wir gleichzeitig auch. Eieiei. Aber mein Sohn wird mir Bescheid geben. Er ist ja zu Hause, guckt sich das Spiel an und gibt mir dann per Telefon immer Bescheid, wenn was passiert. Okay. Es gibt keine Live-Reaction, leider. Leider gibt es diesmal keine Live-Reaction. Am besten stellst du irgendwie einen Fernseher an den Spielfeldrand und dann machst du beides. Jo. Aber bin ich gespannt. Ich freue mich schon auf das Spiel in Regensburg. Was denkt ihr, wie das Spiel sein wird gegen Regensburg? Der Drexler ist ja jetzt auch, hat ja auch Corona. Stimmt. Jetzt. Der Drexler fällt ja jetzt auch aus, ist schon in Quarantäne. Danny auch. So, wer ist da noch jemand verletzt? Latzer. Nein, ne? Latzer. Hm? Latzer. Latzer leider schon wieder, ne? Diesmal Blinddarm-OP. Der hat aber, jetzt mal ehrlich, wie viel Pech kann man noch haben? Das ist unfassbar, oder? Danny Latzer. Da macht er 2 Tore. Ich freue mich voll. Wir freuen uns alle. Der macht 2 Hütten, ist wieder gut drauf. Und dann kommt der Blinddarm-OP. Ey, kann doch nicht wahr sein, ne? Ja. Wie viel Scheiße muss man am Fuß haben? Ich hoffe einfach, als er die 2 Tore geschossen hat, ich hoffe, der hat sich an dem Tag richtig einen hinter die Binde gekippt. Der hatte den besten Tag, also zumindest bislang der gesamten Saison. Er hat es richtig gefeiert, weil, wie gesagt, jetzt ist er ja schon wieder gefühlt in einem Loch. So, ne? Jetzt ist er wieder verletzt. So, kann man mal sehen, dass man gute Momente echt feiern muss. Weil es kann wieder abwärts gehen. Naja, ich meine, gut, so krass jetzt auch nicht. Ne? Ein paar Wochen und er ist wieder da, aber trotzdem. Es fehlt aber der Latzer, der Drexler. Mir fehlten noch, Kaminski ist ja wieder an Bord. Ansonsten sind alle wieder an Bord. Ne, okay, Langer ist ja schon lange weg. Ansonsten sind alle an Bord, ne? Ich meine ja. Player Number Oder One, Piringer. Piringer ist dabei. Alle sind wieder dabei. Außer die 3, die ich jetzt erwähnt habe. Oder kann mich einer im Chat auch wieder korrigieren, wenn da falsch liege, ne? Alle wieder dabei. Sané ist dabei. Ja, alle dabei. Hier. Ja, ne, alle dabei. Ja, und die Zuschauer sind ja auch wieder da. 10.000 dürfen auch wieder rein. Ja. Also ich bin nicht ja 705.
Ja, haben die ja gesagt, heute ja auch im Emscher Lippe, 10.000 Zuschauer sind erlaubt wieder. Ja, finde ich gut. Jo, 10.000. Ja, die haben das ja vorhin im Emscher Lippe gesagt. 10.000. Ach ja, stimmt. Lee fehlt auch noch, genau. Lone Wolf hat es gerade gesagt. Der fehlt auch noch wegen der Länderspielreise. Der war aber heute wohl wieder im... Den zähle ich ja noch nicht mit. Ja, der... Ich habe ja auch nicht mitgezählt. Ja, ja. Aber trotzdem. Der war heute wohl wieder im Training, aber wahrscheinlich wird es ja noch nicht reichen dann für Samstag. Ja, der hat ja Dienstag gespielt. Der soll sich ausruhen. Dann lieber gegen Düsseldorf. Oh. Ja, ich bin gespannt. Was tippt ihr denn gegen Regensburg? 3-0. Wie viel? 3-0. Ich sag 3-1. Warum 3-0? Warum 3-0? Weil ich von Regensburg keinen sehe, der ein Tor schießen sollte gegen unsere fantastische Abwehr. Aber ich das gerne so. Haben wir auch nur 4 im Hinspiel gegen uns. Da waren geschossen. Wir aber noch in der Findungsphase. Ja, ich da weiß. Noch, ich weiß. Da, nein, war da waren wir noch in der Findungsphase. Das war das schlechteste Spiel von ja. Schalke überhaupt. Ja. Werde ich nie vergessen. Da habe ich ja mit dem Kisti zusammengeguckt. Jo. Ihr guckt nicht dann. Zusammen diesmal, ne? Nee, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Okay. Nee. Hey, Wir sind aber auch in einer aufsteigenden Tendenz. Bevor jetzt irgendwelche Gerüchte hier wieder erzählt werden. Das letzte Mal, als wir zusammen geguckt haben, war unentschieden. Also richtig, wir haben uns gesteigert. Wir haben keine Packung gekriegt. Ja, ja, ja. Nicht, dass hier Scheiße erzählt wird. Beim nächsten Spiel gibt es einen Sieg. Weil so. 3 Niederlagen, unentschieden und dann heißt das Sieg. So sieht's aus. Ich tippe ein ganz knappes Ergebnis. Wird richtig knapp. Scheiß, diese scheiß Länderspielpause kam. War das jetzt getippt? Ich tippe ein ganz knappes Ergebnis. Welches? Boah, wird knapp 2-1. 2-1. 2-1. Okay. Ich sag 3-1. Piringer trifft. Und Piringer trifft wieder. Ja. Ja, der Knoten ist geplatzt bei Piringer. Jetzt trifft er. Jetzt spielt der Piringer. Jetzt wird der Piringer mit Terode wieder spielen und Bülter wieder auf der Bank. Weil der Bülter hat mich gegen Köln jetzt nicht so überzeugt. Der hat ein Tor gemacht, aber hat mich jetzt nicht so jetzt... Aber er ist da, ne? Bülter ist da, der brennt. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Aber ich würde den Piringer trotzdem neben Terode spielen lassen. Weil bei dem ist der Knoten geplatzt. Und wenn du einen Stürmer hast, der ein Tor macht, im Freundschaftsspiel wieder ein Tor macht, da musst du spielen lassen. Spielen. So kenne ich das. Wenn einmal der Knoten platzt, musst du so einen Spieler spielen lassen, weil der trifft. Aus dem Nichts trifft er trotzdem. 2-1. Ganz knappes Ergebnis. Ich sag. Okay. Was hast du schon getippt, Kesti? Ja, ja, 3-1 habe ich getippt. Ja. 3-1, okay. 3-1. Ich sag. Ja, sag weiter. Ich sag Bülter. Bülter spielt von Anfang an, glaube ich. Du sagst Bülter. Ja. Und du? Andreas? Tore schießen? Nein, nein. Spielt Bülter oder Piringer? Bülter. Warte mal. Warte mal. Von Anfang an Bülter als eventuelle Dings oder vielleicht alle drei. Vielleicht wären sie ja mal ganz crazy. Nein. Nein. Das glaube ich nicht. Also mir wäre lieber mit 2 Stürmern. Ich finde das schon ganz in Ordnung. Die 3-5-2 wäre mir am liebsten. Mit Bülter, Terodde am Anfang. Oder, nee, Piringer, Terodde am Anfang. Und dann mal gucken. Oder Bülter. Es ist mir eigentlich wurscht. Aber ich fände es schon schön, wenn Piringer auch da mitmischen könnte. Aber ich glaube, eine große Rolle wird Salazar spielen in dem Spiel. Oh. Ich sage, Windheim wird eine große Rolle spielen. Ich sage, Windheim macht mindestens eine Flanke wieder auf den Kopf von einem. Der hat, glaube ich, auch eine gute Phase. Unser Owe ist dran. Meinst du? Ja. Unser Owe ist dran. Der brennt. Der hat 2 Spiele nicht so besonders. Die Flanken kamen nicht. Ich denke mal, der hat jetzt trainiert noch besser, weil die Flanken kamen ja noch nicht. Jetzt konzentrieren sich alle auf Windheim und dann kommt der Owe von links.
Jetzt haben wir ja zwei. Jetzt haben wir rechts und links. Das ist ja, was wir gerne haben wollte. Eine Waffen. Rechts, links. Kommt der Ovejan von links. Das war ich gut. Auf der Überholspur. Aber ja, ein Winter ist eine geile Flügelzange. Jo. Aber was passiert, wenn der Aydin wieder gesund wird? Dann bin ich gespannt auf diesen Zweikampf. Aydin und Windheim. Also, wenn Windheim so weiterspielt, wie er jetzt gespielt hat, dann wird Windheim spielen. So, ja. Aber das war ja auch eigentlich nur ein Spiel. Ja, ne? Aber das war ja jetzt auch nur ein Spiel, so, ne? Abwarten. Ja, wir dürfen das auch nicht zu überbewerten. Genau. Mal gucken. Aber Aydin hat da schon echt einen Konkurrenten bekommen. Aber hat Windheim nicht auch im Spiel gegen Köln eine schöne Vorlage geliefert? 1-0 zu Bülter. Ja. Auch Flanke, Bülter mit dem Kopf. Stimmt. Beide sind in Form und wir haben dann noch Salazar und Lee in der Mitte. Und der Lee spielt ja noch nicht. Als, ja, aber wenn, und er bewahrheitet sich als so gut, wie wir es alle hoffen, Alter, dann brauchst du nur noch zwei Düssel. Dann kannst du Bierhoff und Klinsmann, die beiden Deppen des Fußballs, vorne reinstellen. Dumm. Hey. Wir reden alle von Lee, ne? Aber Idrissi macht einen guten Part, ne? Gegen Auer hat er auch nicht schlecht gespielt. Wir dürfen Idrissi nicht vergessen. Hab den auch mal auf dem Schirm. Der Idrissi kann noch mehr. Der wird brennen. Der muss ja zeigen. Wenn er spielen will, muss er immer Gas geben. Nicht 100%. Da muss Idrissi 150% geben. Und der wird 150% geben. Passt auf. Haltet den Auge mal auf Idrissi, wie der abgeht. Na, ist ja Sinn der Sache. Ja, muss er auch. Aber wie gesagt, durch den Konkurrenzkampf muss das ja angeheizt werden. Ohne, wenn du dich selber aufstellst, jetzt kommen wir in die Situation. Ja, aber wie gesagt, das sind alles so diese ganzen Spielernamen. Das sind alles keine Luschen. Ich kann echt, also. Ja. Du hast ja aber nur Probleme jetzt. Drexler fällt aus, Latzer fällt aus. Hast ja keine Alternative für Salazar und Idrissi eigentlich, oder? Kisti? Nö, Salazar und Idrissi stellt sich eigentlich von alleine auf, ne? Latza haben eigentlich nicht. Ja, aber wen hast du dann auf der Bank, die... Hast du kaum einen, ne? Keine Ahnung, Mikhailov haben wir noch auf der Bank. Boah, ich halte nichts von dem. Ich halte nichts von Mikhailov. Aber ansonsten wen hast du noch? Schreib mal im Chat, wen haben wir noch für Ersatz? Mehr als Sechser. Schatkowski. Ah ja, Ratzkowski da, dieser. Der ist ja auch noch da, den habe ich ja ganz vergessen. Den gibt's ja. Der hat ja auch gegen Köln gespielt. War gar nicht mal so schlecht. Hat schöne Pässe gespielt. Und ich jetzt hau ich nochmal einen Namen rein: Nassim Boujelab. Nein! Der ist doch arbeitslos erstmal, oder? Ja, aber ich denke, der wird in der zweiten Mannschaft von Schalke spielen. Hat Schalke den wieder genommen? Nicht offiziell, nicht offiziell. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein halbes Jahr, dass nichts mit dem passiert. Also, dass der einfach in der Versenkung verschwindet. Das glaube ich nicht. Ich denke, der wird zweite Mannschaft spielen. Ja. Aber Ratzkowski, stimmt. Ratzkowski ist ja auch noch da. Ich bin auf den gespannt. Den hatten sie auch damals geholt, haben gesagt, der ist super und etc. Und hat auch super gespielt bisher. Nicht einmal. Oder kam der mal rein? Nein. Nicht einmal. Windheim serviert, was soll da schief gehen? Richtig, Eiserne. Ich bin gespannt. Ich bin heiß auf das Spiel. Aber leider kann ich das nie sehen. Was sagt ihr eigentlich zum Transfermarkt? Lass mal dieser Transfermarkt jetzt, was passiert ist, wo ich, ich frage auch den Chat, ich weiß nicht, ob wir Wolfsburger und Union Berlin-Fans sind. Wart ihr überrascht über den Transfer von Kruse nach Wolfsburg? Ich war aber von sowas überrascht, bin ich ehrlich. Ich war einfach nur wieder geschockt, dass Wolfsburg einfach 5 Millionen für einen 33-Jährigen raushaut, der noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Ein halbes Jahr. Also das ist einfach wieder Wolfsburg, also beziehungsweise VW, ne? Haut kurz davor, bevor Wolfsburg tatsächlich mal in die zweite Liga runtergeht, ja,
hauen die nochmal so einen eben raus. Ja, einfach weil sie es können. So. Ja, weil die Weghorst abgegeben haben, ne? Ja, okay, aber 5 Millionen für einen, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Für einen 33-Jährigen, Francesco. Ja, ist der, hast du das schon mal gehört? Also. Der Kuss hat sich schlapp gelacht. Der ist ja nur wegen der Kohle gegangen. Ja. Was ja, sagst ja. du, Andreas? Der ist so wegen der Kohle gegangen. Warst du überrascht? Ich war aber von dem Transfer wirklich überrascht, weil mit Kuss habe ich niemals gerechnet, dass der nach Wolfsburg geht. Nee, habe ich auch nicht. Aber der war doch schon mal da. Er muss ja noch ein Kapitel. Er hat sein Kapitel noch nicht zu Ende in Wolfsburg, sagte er im Interview. Mein Kapitel ist noch nicht zu Ende. Deswegen habe ich mich ja für Wolfsburg entschieden, weil ich noch da mein Kapitel abschließen muss. Ja, aber, um wegen der Kohle. Also, ja. Was ist das jetzt? Was ist das für eine Aussage jetzt ernsthaft? Er muss ja mal gucken. Er hat gesagt, ich habe da noch ein Kapitel. Ich habe noch ein Kapitel abzuschließen. Aber er hat aber auch gesagt, so wie ich verstanden habe, den Vertrag, weil da, was ich da kriege, da kannst du auch nie Nein sagen. Ja, das ist nämlich das Kapitel, was er da noch zu Ende schreiben musste. Und der muss ja auch seine Pokerturniere finanzieren. Genau. Seine Pokerturniere und streamen kannst du auch von überall, ne? Geht auch aus Wolfsburg. Da haben die bestimmt auch ganz gute Leitungen gelegt bei VW. Wie fandet ihr so eigentlich den Transfermarkt in Europa so ein bisschen? Habt ihr da mal was mitgekriegt? Nee. Wenig. Kann ich nicht großartig drüber. Nee. Gar nichts, auch nichts, ne? Nee. Du, Andreas? Interessiert mich nicht. Rubena. Er hat sich versprochen, er meinte mein Kapital, nicht Kapitel. Bayern hat auch nicht zugeschlagen, ne? So großartig. Ich hätte Bayern mir gedacht, dass die zuschlagen werden im Winter, aber haben sie auch nicht, ne? Ja, die konnten Terodde nicht bezahlen. Wenn Schalke aufsteigt, dann schlägt Bayern zu. Und zwar holen die Büller, Bülter, Piringer, Terodde, Auerjahn und Windheim. Oh ja, Aubameyang nach Barcelona. Ja, das habe ich natürlich mitbekommen. Meine Güte, ey. Ach, ist er jetzt endgültig da? Weil das stand ja noch nicht fest. Ich bin nicht mehr auch nicht sicher. Warte, ich guck mal eben. Weil der stand, bevor der Transfermarkt zu war in Spanien, waren sie sich mit dem Gehalt noch nicht einig. Aha. Und dann stand da wieder 50-50, aber die waren in Verhandlung. Ja, hier steht's. Emotionaler Aubameyang-Abschied von Arsenal-Fans. Meine Güte. Überleg mal nach Barcelona, ey. Das ist Juve. Bei Juventus war ich überrascht, wo ich gelesen habe, Zakaria nach Juventus. Ey, da, Zakaria, kennt ihr, ne? Den von Gladbach da, die Zecke da, Zaka. Wo ich gelesen habe, der geht nach Juventus, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Erstmal direkt, tick, Kollege, ey, was ist da los? Sagt er, ja, wir holen Zakaria. Ich sag so, meine Güte, sind die bekloppt. Ey, weil die wollten ja den McKennie im Sommer loswerden, ne? Die Turin wollte McKennie loswerden im Sommer. Haben die schon, der Allegri kam, hat gesagt, McKennie auf Transfermarkt, den wollten sie loswerden. Dann hat McKennie gespielt und hat den Allegri gezeigt, was für Eier er hat. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin Kampfmaschine. Und der hat ihn so überzeugt, weil die gesagt haben, dann tun wir den im Wintertransfer, versuchen wir den im Winter zu verkaufen. Aber der hat so von sowas überzeugt, wollen sie gar nicht mehr loswerden. Den wollen sie nicht mehr verkaufen. Weil Tottenham Hotspur, wo der Antonio Conte Trainer ist, ich glaube bei Tottenham, ich weiß nicht, wo der nochmal drin ist, der wollte den unbedingt haben. Aber Juve will ihn nicht abgeben. Und da kannst du sehen, hat Schalke gute Arbeit gemacht mit McKennie, ne? Tottenham. Ich sehe gerade, Nico ist gerade reingekommen. Was ist das denn für eine sexy Männerrunde? Ja, kannst du mal sehen, Nico. Hey Nico, schöne Grüße. Wenn als nächstes ziehen wir gleich ein paar LKWs hier auf dem Kanal und dann nachher ziehen wir uns alle aus. So sieht's aus. Ausziehen nicht. Was ist das denn für eine sexy Männerrunde? Lone Wolf hat gefragt. Frage an euch drei, was sagt ihr denn zu Ciao, eventuell ein Sommerwechsel? Kann ich mir vorstellen. Kommt auf die Kohle an. Ja, der hat doch gesagt, ab 10 Millionen kann man mit Schalke verhandeln und der wird im Sommer auch gehen. Bin ich mir 100% sicher. Der wird im Sommer gehen, der bringt uns noch gut Geld.
Ich kann mir vorstellen, dass abhängig ist einfach vom Aufstieg. Wenn wir nicht aufsteigen, ja, dann ist der weg. Der ist auch, wenn wir aufsteigen, weg, glaubt mir. Der Vater möchte, dass er den Verein wechselt. Der soll den nächsten Schritt machen. Der Vater, der stand in einem Interview, der Vater möchte, dass er, der wollte schon, dass er diesen Sommer geht. Der Vater. Der Vater sich mal da aushalten. Aber er denkt an seinen Sohn, ich sag mal so, ne, hier, Kohle, ne, das ist ja auch, ne. Er möchte, dass sein Sohn wechselt und ich gehe zu 1000% sicher, auch wenn wir aufsteigen, wird Ciao nächste Saison weg sein. Wie alt ist ein Ciao? 4? 21? Ist der 21? Und ich meine, der ist auch 20, oder? Ich weiß nicht. Aber ja, du kannst so einen Spieler kannst du nicht halten. Guck mal, Klopp 20, redet ja immer gut über den. AC Mailand wollte den haben, aber nur für 4, 5 Millionen. Da reden wir gar nicht drüber. Es gibt viele Vereine, die den haben wollen. Und ich bin davon so überzeugt, wenn wir aufsteigen sollten, ich sage immer, wenn auch, wenn nicht, der wird trotzdem gehen. Der wird nächstes Jahr gehen und uns Geld einbringen. Dafür haben wir so viele Abwehrspieler ja jetzt mit Kaminski, mit Sane, Itakura, Lode. Ich glaube, den Lode haben sie ja für den Ciao geholt. Gehe ich mal davon aus. Als Ersatz. Weiß nicht, also wenn Schalke aufsteigt, dann ist der Ciao mehr wert als 10 Millionen. Aber ja, schauen wir mal. Also, finde ich zwar schade, aber. Ah, Wolfgang ist der gleiche Vater wie von Meier. Habt ihr gehört, wo der Max Meier gelandet ist? Jo. Mittelland. Ich rufe mal den Roger Wittmann an, den Berater. Ich mach mal hier in ein Video Bälle hochhalten, so mit Brustannahme. Dann bin ich auch Weltklasse-Spieler, kann er mich auch wo irgendwo mal vorstellen. Ne? Der ist ja jetzt nach Dänemark, Weltklasse-Mannschaft. Als Weltklasse-Spieler. Ne? Vielleicht wechselst du dann auch nach Barcelona. Mit Pierre-Emerick Aubameyang. Überleg mal, was dieser Berater aus diesem Jungen gemacht hat. Erklär mir mal, bitte. Und der hat den noch immer als Berater. Das habe ich noch immer nicht verstanden. Jetzt mal erklärt mir mal. Ne? Ich glaube, das ist, ich behaupte jetzt einfach mal, dass der Wittmann vom Meier-Umfeld Druck bekommen hat. Ich glaube auch, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere, und ich möchte jetzt keine Namen nennen und mit keinem auf den Finger zeigen, vielleicht ist da eventuell mal einer mit einem Lamborghini durch Gelsenkirchen gefahren, dass da aus dem Umfeld von Max Meier Druck auch auf den Berater ausgeübt wurde, um ja einen fetten Vertrag bei Schalke 04 beziehungsweise dann auch bei einem anderen Verein zu unterschreiben. Also ganz ehrlich, der ist ja... Na okay, der Vater hat bestimmt da... Der Vater von dem hat doch bestimmt damit so, ja. Also, überleg mal, was er mit aus seinem Sohn jetzt ist. Ey, guck mal, wo hat er jetzt überall gespielt? Crystal Palace. Fenerbahce Istanbul, 1. FC Köln. Und jetzt ist er bei FC Mittelland. Wie heißt er nochmal? In Dänemark? Mittelland, ja. Ja, und dann sagt er, ich habe mich für hier entschieden, weil ich sehe, die haben das Potenzial, Meister zu werden. Andreas, das war das Wort zum Sonntag. Das war die Pizza. So, Entschuldigung. Das schreibt der Rudi Schiedentepps, Max Meier, der deutsche Messi. Ja, genau. Rudi Schiedentepps. Ich bin ehrlich, ne? Wäre der bei Schalke geblieben, ne? Der hätte hier zu Legende werden können. Wer? Der Max Meier. Wäre der gegen Schalke geblieben? Nee, nur wenn er so fleißig geblieben wäre, wie er es zum Schluss gewesen ist. Wäre er geblieben und er war ja als Sechser, fand ich den ja gar nicht mal so schlecht. Der Domenico Tedesco hat ihn ja umgepölt als Sechser. Der Andreas, der verdreht die Augen. So, da wurde er auf einmal besser. Ist so, müssen wir ja ehrlich sagen. Da hat er sich sogar die Haare rasiert, damit er wie ein Russe aussieht, damit er gefährlicher aussieht. Ich werde das nie vergessen mit seinen blonden Haaren. Alter, der sah aus wie so eine... Ich will das Name jetzt nicht äußern. Da wieder, boah, alter Schwede. Und dann hat er auf einmal kahl rasiert. Das sah aus wie Russe.
Süße, gefährlich, auf Platz, geguckt wie böse. Fußballerfrisuren ist ein sehr wichtiges Thema. Das sollten wir nicht unterschätzen. Ja, warum? Ich glaube, meine Frisur ist auch gut, ne? Ja, klar. Ja, wirklich. Das ist eine Ich werde doch nie vergessen, wenn der Neymar oder der Ronaldo seine Frisur gemacht hat, da wollte jedes Kind die gleiche Frisur haben. Nur bei mir ging das leider nicht. Ja. Das ist natürlich, Frisuren sind, ne? Denkt an die Langhaarfrisur von Ralle. Das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Denkt an die blonden Haare von Chulinov. Das ist nicht richtig, Leute. Das ist nicht richtig. Das funktioniert nicht. Chulinov ist auch wieder frisch lackiert. Genau. Nico sagt, Francesco und Kisti teilen sich auch das gleiche Haarspray. Ja, das schwarze Autolack. Ja, wir haben die gleiche Glatze. Heute haben wir fast die gleiche Farbe vom Pulli sogar. Stimmt. Nein, die Frisuren haben sich beide gemacht wegen dem Herrn Harald Klöckner im Dschungelcamp als Fanboys. Ich gucke sowas nicht, Dschungelcamp. Guckst du den Dschungelcamp an? Natürlich. Oder was? Ach du Scheiße. Kann man sich so einen Mist reinhauen? Ich find's super. Bro, Sutum, der Carsten sagt, welcher derzeitige Spieler könnte eine Legende auf Schalke werden? Moin, liebe Grüße, Carsten. Schöne Grüße, Carsten. Wer könnte eine Legende werden aus der jetzigen Mannschaft? Latza. Gute Frage. Nein. Warum? Latza? Der spielt noch ein, zwei Jahre auf Schalke, dann ist er wieder weg. Nein. Latza könnte ich mir nicht vorstellen. Dann geht der in eine Rente rein, der Latza. Eine Legende. Hör mal, Casey, der geht doch dann in eine Rente rein. Ja, ist so. Einzigste, was die mir vorstellen können, Salazar, wenn er bleiben würde für immer. Aber glaube ich nicht. Nee. Glaube ich auch nicht. Also, habt ihr das mitbekommen, dass Frankfurt ihn zurückkaufen kann? Und für 2023. Für das doppelte Gehalt nur, ne? Doppelte Marktwert. Zum Beispiel steigen wir nicht auf, kaufen wir den für 650.000. 2023 holen sie sich das Doppelte zurück. Toll. Was für ein. Toll. Oder wenn wir aufsteigen, glaube ich, 1 Million und dann für 2 Millionen. Ey, ist doch scheiße, ist das, ey. Da war willst du machen. Anders konntest du vielleicht nicht handeln mit Frankfurt. So, McMorph. Ja, McMorph sagt hier einen heißen Tipp auf jeden Fall. Wenn wir aufsteigen, dann kann ich mir das auch vorstellen. Auvejan. McMorph, nochmal. Aydin. Jo, das könnte einer für die Zukunft. Das könnte auch einer sein, der langfristig für uns zockt. Ja. Also zur Legende werden. Nicht langfristig zocken, ne? Ja, Legende, okay, Legende. Ja, gibt es Legenden also heute noch? Wenn Latza jetzt noch reinkommt, in den letzten vielleicht 3-4 Spielen, ballert der irgendwie 5-6 Tore rein und hängt sich in die. Wenn selbst so eine Wurst wie Tedesco ja bei manchen noch hochgefeiert wird, dann hängt sich Latza noch einmal in die Kurve, dann ist der Gott für 30 Jahre. Und der kommt doch noch aus Ückendorf. Schöner geht doch gar nicht. Ich mag den Latza. Ja, aber Legende ist für mich, wenn einer jahrelang auf Schalke bleibt. Ja, gut. Das heißt, von den knappen Spielen zum Beispiel, Legende könnte Aydin werden. Beispiel. Er ist in den knappen Spielen, in der Profi und bleibt bis seine Karriere zu Ende ist. Das ist eigentlich für mich Legenden, wie in Italien, wie Totti, eine Legende, wie bis zum Schluss bei AS Rom, Zanetti bei Inter Mailand, Paolo Maldini bei AC Mailand. Das sind ja Legenden eigentlich, der den Club wirklich höre. Das war auch eine Legende, aber bis die den leider weggejagt haben. Muss ja nicht Titel gewinnen, um Legende zu sein. Nö, also aber richtige Legende, das wird schwierig, sowas noch zu finden. Ja, weil heutzutage also
Ja, wenn heutzutage dann, also dann steigst du auf, da machst du eine geile Leistung, da kommt einer und wedelt mit 10 Millionen mehr, dann sind die weg, dann hast du das, hat sich das Legende, kannst du vergessen. Es sei denn, also Schalke hat meiner Meinung nach ja das Potenzial. Eigentlich müsste Schalke finanziell einer der führenden 2-3 Vereine in Deutschland sein. Aufgrund von Geschichte, Historie, Fan und Anzahl der Sympathisanten und Fans, dass man sich also leisten könnte, jemanden lange zu halten. So wie Bayer sich Thomas Müller klar, der war erst Gladbach, aber hier der Lothar Matthäus, ja, der ist ja auch, da denkst du an Bayern, Breitner, denkst du an Bayern, das war noch so ein Name. Also selbst Ebbe Sand noch, der hat ja jetzt auch keine 20 Jahre bei Schalke gespielt, aber das war noch, also das wird aber schwierig. Also es wird schwierig. Deswegen sage ich so, Latza von seiner Herkunft her, und wenn der jetzt noch wirklich ein paar Mal trifft und dann aber auch richtig Herz zeigt und so, das ist für mich eher wo ich sagen würde, das ist so einer, da kann man noch mal hingucken, so, weißt du, so, also als generelle Erfolgsgeschichte. Da grinst sich der Kästi ein. Nichts gegen Latza, ne? Aber der war jetzt die halbe Saison, war der verletzt, und wie gesagt, der ist bald, der geht bald in Rente. Ist aber aus 2 Jahren kann er noch spielen. Ich meine, irgendwie ist er auch für mich eine Schalke-Legende. Oder so. Ich finde auch so Spieler, die auch, gibt ja viele Spieler, die auch nur 1-2 Jahre bei uns gewesen sind, wo ich heute noch denke, ja, war cool, dass er da war. So. Raul, ja. Das ist natürlich das Oberbeispiel jetzt. Aha. Ja gut, Schalke Legende, Raul ist jetzt, naja, dann hätte ich eher schon Jiří Němec, das war eine Legende. Dem hast du freiwillig deinen Autoschlüssel gegeben, wenn er auf dich zukommt abends. Freiwillig, ja. Ja, Legende ist schwierig. Legende kannst du nicht sagen, die dem Verein lange, lange, lange treu geblieben sind. So, ich würde sagen, wir sind durch für heute, wa? Ja, ne? Ich muss auch langsam kacken. Oh, das hast du schön gesagt. War schön. Schön mit euch heute. Danke. Eine Frage, kann man das Spiel von Schalke irgendwo nachschauen, außer die Highlights? Weil einer mir geschrieben hat, man kann das schauen, aber wo? Das Köln-Spiel? Achso, nee, das jetzt auch. Geht das nicht bei Schalke TV? Ich weiß ja nicht. Mir hat man das auch gesagt, Schalke TV, aber ich sehe da, habt ihr noch nie, muss man das aber dann kaufen, ne, wenn du das Spiel guckst. Ja, du musst ein Abo dann abschließen, ne? Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ach so, okay. Das habe ich auch, hier steht, die schreiben schon, Schalke TV, Real Life auf Schalke TV. Okay. Muss man dann Abo schließen? Kann mir einer reinschreiben oder kann man nur das Spiel für 2 Euro kaufen und sich das anschauen? Ach so, ja, stimmt. Du hast mir das geschrieben bei Instagram. Ich weiß, Schalke TV. Ich habe mal nachgeschaut. Muss man ein Abo schließen? Das habe ich ja nicht falsch. Abo schließen, dann kann man das nur für dieses Spiel kaufen. Da, 19,04 € im Jahr, sagt McMorf. Ach so, 19. Und da kann man sich dann immer das Spiel immer nachschauen, ne? 19,04 € im Jahr. Ah, okay. Für Mitglieder ist Schalke TV umsonst. Nee, glaube ich nicht. Für Mitglieder ist Schalke TV umsonst. Ich bin mir nicht sicher, ob die Spiele da mit drin sind. Also sonst war es ja immer so, dass die Spiele da nicht mit drin sind für Mitglieder, ne? Da steht manipulativ, sagt Registrierung, reicht, nicht kaufen. Da siehst du, ist alles unterschiedlich. Ja, aber das ist ja auch nicht so schwer, da draus zu finden, Francesco, ne? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht dahingesetzt und jetzt mal geschaut, ne? Pass auf, ich gucke. Schalke TV. Real Life ist umsonst bei Mitgliedschaft. So, Schalke TV komplett 19,04 € im Jahr. Weil mit Mitgliedern ist, braucht dich nicht zu interessieren, weil du bist kein Mitglied. 19,04 €. Ich weiß ganz genau, wenn ich einen kenne, der ist Mitglied, der gibt mir seine Dings und dann kann ich das auch schauen. Ja, okay. Gibt alle Tricks, wir sind Italiener, wir lassen uns immer alles was einfallen. Kollege, man muss nur hier. Ja. Oh, sehr schön. Boah, ich weiß schon, wie das am Samstag abgehen wird. Ich kann es mir schon so vorstellen.
bin am Spielfeldrand, ich sehe nur, oh, klingelt mein Telefon, mein Sohn. 1-0 für Schalke. Ja, da werde ich so abgehen. Und dann werden die alle denken, hat der eine in der Waffel, da steht nur 0-0 hier. Sehr schön. Okay, yo, Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, haut auf jeden Fall nochmal ein paar Daumen nach oben raus. Wir haben bislang nur 43, das geht gar nicht. Das ist eine absolute Frechheit von euch. Beim nächsten Stream will ich da mindestens 100 sehen. Ja, nochmal kurz hier als Ansage raus. Ja. Nicht nur gucken, nicht, auch drücken. Nicht nur gucken, auch drücken. Auch drücken auf Like oder auch Abonnent, bam, 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 bam. Genau, nein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da und schaut auch bei Der Schalker, bei Schalker Botschaft und bei Königsblau TV vorbei. Ja, genau. Da sind wir unter der Woche eigentlich immer zu finden, außer jeden Mittwoch. Da sind wir dann hier und ja. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Ciao, ciao, ciao. Ciao.